nicht bis 7 einfach herumsitzen müssen, einen Prolog zum eigentlichen Vortrag, den ich dann anmoderieren werde. Wir fangen also wirklich erst um 7 an. Aber für Sie, die Sie schon da sind, und der Herr Lesch ist so spontan, machen wir das einfach. Also ich übergebe Ihnen einfach sofort das Wort. Dankeschön. Ja. Ich wundere mich. Es ist natürlich so, dass in Zeiten von Bologna eine solche Veranstaltung nicht ohne Leistungsnachweis abgeht. Wir müssen deswegen schon so früh anfangen, weil ja nach der Veranstaltung, also Sie werden dann merken, dass während der Veranstaltung werden die Türen oben geschlossen werden und Sie kommen erst hier raus, wenn Sie die Klausurfragen beantwortet haben. Ja, so ist das ja. Ne? Heutzutage gibt es ja keine Veranstaltung mehr an der Uni, wo nicht hinterher irgendwie nachgewiesen wird, dass Sie auch da gewesen sind, irgendwie. Wissen Sie, wie der Bologna-Prozess zustande gekommen ist? Bologna ist eine Stadt in, wo ist Bologna? Wissen Sie, wo Bologna ist? In Italien. Wo in Italien? Oben, unten? Keine Ahnung. Okay. Also Bologna liegt in Oberitalien, hätte man fast gesagt früher. Also in der Schaft, haben Sie den Italien? Ist die Sache mit dem Stiefel, ne? Unten ist das Mittelmeer und da haut der Stiefel, haut unten rein, das ist da Sizilien davor, dann kommt da. Und Bologna ist ungefähr hier. Also wenn der Stiefel hier ist, dann ist Bologna ungefähr hier. Und Bologna hat den Spitznamen La Grassa, die Fette. Ja. Und jetzt kann man sich leicht vorstellen, stellt euch mal vor, eine Europäische Kommission hat eine Sitzung in Bologna. Da gibt es auch Mittagessen natürlich. Was für Mittagessen? La Grassa? Klar. Für La Grassa brauchst du einen Grappa hinterher. Und vielleicht nicht nur einen Grappa, sondern vielleicht noch einen Espresso. Und dann haben die Herrschaften festgestellt, Mensch, jetzt ist es 2:30, aber unser Flieger geht erst 7. Was machen wir den Nachmittag? Und irgendjemand ist dann auf den Gedanken gekommen, ach, wisst ihr was, wir homogenisieren einfach mal den europäischen Bildungsraum. So ist Bologna zustande gekommen. Ein Resultat schlechter Verdauung. Ja? Und ich find's ja erstaunlich, dass in der Schule ist es Pisa und in der Uni ist es Bologna. Mal gucken, welche oberitalienische Stadt Sie sich als nächstes aussuchen werden. Vielleicht Venedig, Tod in Venedig, also Tod in Bildungseinrichtungen, dann wird man vielleicht mit dem Venezianischen, vielleicht wird man bei Donna Leon nachgucken, wie man irgendwie langsam aber sicher im Morast versinkt. Nun, im Morast versinken sollen Sie heute bei dem Vortrag nicht. Um was es gehen wird, ist Licht. Darüber werde ich aber nicht sprechen, sondern ich werde darüber sprechen, dass ich natürlich bestimmte hinterhältige Tricks verwenden werde, um Sie in den Zustand der völligen Absichtslosigkeit hineinzureden. Das kann dadurch passieren, dass ich besonders schnell spreche zum Beispiel, manchmal sage ich auch gar nichts. Das kann stundenlang dauern. Ja. Das ist nicht, weil mir nichts eingefallen ist oder ich jetzt völlig den Faden verloren habe, sondern um Ihren kognitiven Apparat in der Minute, wo ich eben nichts sage, dazu zu bringen, das gewissermaßen zu vervollständigen, wohin ich Sie gerade hoffentlich gebracht habe. Also welche Leimspur ich gelegt habe, um Sie gedanklich dahin zu bringen. Und eine dieser Momente, wo ich ganz genau weiß, jedes Gehirn eines Homo sapiens, ob Männlein oder Weiblein, jedes Mal, wenn ich irgendwie damit beginne zu sagen, hier wäre der Urknall, also wenn jetzt hier so die Zeitleiste wäre und ich würde sagen, dann das Universum hatte einen Anfang, dann fragen alle Hirne sich, alle. Bis auf diejenigen, die sowieso nicht wissen, warum sie hier sind, fragen sich, was war davor? Was war vor dem Urknall? Deswegen ist das jetzt der Prolog. Also das, worüber ich in dem Vortrag nicht reden werde. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, also Sie können übrigens dazwischen fragen, jetzt gleich, falls Sie Lust haben, irgendwas, können Sie gleich dazwischen fragen. Was war vor dem Urknall? Da muss man wirklich eine Pause machen. Weil das bedeutet ja, das ist die Frage nach dem,
was war vor dem Beginn, von dem wir einigermaßen sicher sind, und das wird nachher eine Rolle spielen, da werde ich also Licht erzeugen und auch nicht, das wird auch wieder verschwinden. Was war eigentlich vor dem Beginn von allem, was da war? Das ist eine Frage folgender Art. Sie haben eine Kugel vor sich. Da gibt es einen Nordpol und einen Südpol. Der ist klar definiert. Der Südpol ist der südlichste Punkt auf der Kugel, oder? Okay? Gut. Jetzt kann man trotzdem immer noch fragen, was ist südlicher als der Südpol? Gibt es einen Punkt, der südlicher ist als der Südpol? Das ist die Frage nach dem, was vor dem Urknall war. Es gibt ja viele Leute, die meinen, sie könnten Aussagen darüber machen. Augustinus zum Beispiel, der Kirchenvater, hat gesagt, was auf die Frage, was Gott vor dem Beginn des Universums gemacht hat, hat die Hölle geschaffen für Leute, die solche Fragen stellen. Ja? Das wollen wir natürlich nicht. Also ich werde hier keiner Frage ausweichen, auch nicht der Frage, was davor war, beziehungsweise ebenfalls eine hochinteressante Frage ist, wenn das Universum, und Sie wissen natürlich, was jetzt kommt, ist klar, wenn ich so mache, genau, wenn es sich ausbreitet, wenn also die Raumzeit im Universum expandiert, dann stellt jedes vernünftige Gehirn die Frage, was ist da drumherum? Also in was hinein expandiert denn das Universum? Was ist das außerhalb? Und diese Fragen, die für uns hochinteressant sind, ohne Zweifel für jeden von uns, der sich mit dieser kosmologischen Frage beschäftigt, es tut mir leid, es gibt keine Antwort darauf. Sie können sich irgendwas ausdenken, was davor gewesen ist. Party, ja, kann ja sein, wir wissen es ja nicht. Ne? Irgendwie hat einer, auch bei Douglas Adams können Sie nachlesen, wie das mit dem Anfang des Universums gewesen ist. Da gab es viele, die waren überhaupt nicht zufrieden damit, dass das Universum jetzt da auf einmal losgegangen ist. Die waren eigentlich zufrieden mit dem, wie es war. Nur man weiß es eben nicht, wie es gewesen ist. Das heißt, es gibt tatsächlich Fragen, die wir stellen können und darauf müssen wir Acht geben, wenn wir wissenschaftliche Fragen formulieren. Wir können Fragen stellen, von denen wir von vornherein wissen, darauf kriegen wir keine vernünftige, plausible Antwort. Das ist jetzt die Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant. Genau anders ist es allerdings bei einer ebenfalls interessanten Frage, die einem Astronomen immer gestellt wird. Das ist die Frage nach den Außerirdischen. Es gab unlängst eine Nachricht, meine Damen und Herren, das war fürchterlich. Wir saßen in unseren Instituten und haben geheult. Es hat sich nämlich Folgendes herausgestellt. Man hat Mäuse. Also wenn man was über Menschen wissen will, dann macht man entweder Versuche mit Schweinen oder mit Mäusen. Man hat Mäuse unter eine relativ geringe Dosis von schnellen Teilchen gesetzt. Schnelle Teilchen ist das, was man in der Astronomie unter kosmischer Strahlung versteht. Die heißt zwar Strahlung, besteht aber eigentlich aus schnellen Teilchen, vor allen Dingen aus schnellen Protonen. Man hat also die Gehirne, also man hat die Mäuse mit einer relativ niedrigen, ganz schwachen Dosis, gerade mal so, immer schön bestrahlt. 6 Wochen lang. Wichtig ist aber, man hat die Mäuse die ganze Zeit immer schön untersucht. Und zwar hat man ihnen die Aufgabe gegeben, sie mögen in einem Labyrinth ihr Futter finden. Am Anfang haben die Mäuse das Futter auch sofort entdeckt. Die haben sie ein bisschen verirrt kurz, aber dann sind sie zu ihrem Futter gekommen. Prima. Nach 3-4 Wochen allerdings fingen große Teile der Population an und fanden ihr Futter nicht mehr. Nach 6 Wochen mussten die praktisch dahin geführt werden. Da guck doch mal, friss doch mal. Man hat dann bei der Untersuchung der Mäusehirne festgestellt, dass die gesamte Population Alzheimer bekommen hat. Ach du Scheiße. Nach 6 Wochen. Wissen Sie, wie lange man bis zum Mars fliegen muss? Wie lange das dauert? Mindestens 6 Monate. Ich habe ja immer behauptet, der Roswell-Zwischenfall von 1947, der ist ja angeblich so ein UFO, ein nicht identifiziertes Flugobjekt, ist mit affenartiger Geschwindigkeit in der Wüste in den Sand reingeknallt. Ich habe immer gesagt, Kinder, ich bitte euch, kann doch nicht wahr sein. Eine Zivilisation, die in der Lage ist, eine Technologie zu entwickeln, die über Milliarden und Aberbilliarden von Kilometern Fluggerät bewegen kann,
Die wird doch wohl so ein Ding da, also in der Wüste, kein Baum, kein Strauch, die wird doch so ein Ding da landen können. Oder kriegen wir immer nur die UFOs, wo hinten L für Learner draufsteht oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Nein. Aber, was soll ich sagen? Ich habe mich getäuscht. Wenn die so lang geflogen sind, dann sind die so Banane gewesen, dass die nach einer Weile überhaupt nicht mehr gewusst haben, auf welchen Knopf die drücken. Und dann sind die auf irgendeinen Knopf und dann haben die das UFO dann in den Sand gesetzt. Genau. Das heißt, wenn in der Nähe hier mal ein UFO landet, ich habe ja immer gesagt, Menschenskinder, lasst die Leute in Ruhe, die wollen mal frische Luft schnappen, denn, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, viele von diesen Fluggeräten sind ja tatsächlich rotierende Scheiben und wenn Sie monatelang in rotierenden Scheiben rumfliegen, welche Farbe haben denn die Männchen? Naja, ne, ist ja klar, die wollen mal frische Luft schnappen. Ich meine, stellen Sie sich doch mal vor, Sie fliegen wirklich los, am Anfang noch mit Ihren Freunden. Am Anfang. Irgendwann können Sie sie nicht mehr sehen. Ne? Sie können, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, Sie können nicht lüften. Wer eine deutsche Schulturnhalle kennt, der weiß, was das bedeutet. Ja? Monatelang, ja? Gut, wird der Raumfahrtmediziner wird sagen, stimmt nicht, Harald, du hast Unrecht, denn da oben ändern sich die Olfaktoren. Also die olfaktorischen Sensoren, du riechst nach einer Weile nichts mehr. Gut, dann wäre das ausgeschaltet. Trotzdem scheint aber die Farbe dieser Männchen ja anzudeuten, dass es ihnen nicht gut geht. Sollten also hier mal solche Leute landen, dann ist das irgendwie sehr frustrierend. Das ist eben nicht so, wie die Science-Fiction-Autoren uns das weismachen, dass die hierher kommen und die werden uns sagen, wie wir die Probleme lösen, die wir auf unserem Planeten haben, die Weisen, ne, Sie wissen schon, ja, Meister Yoda und so weiter, sondern die sind so dumm wie ein Stück Brot. Die kommen hier an und werden aus ihren Raumschiffen raustorkeln, wenn sie automatisch gelandet sind, also wenn die selber gelandet sind, dann werden sie überhaupt nicht mehr rauskommen, werden sie abgestürzt sein. Und dann wollen die aber trotzdem noch frische Luft sammeln. Ja, denn das ist das Einzige, was sie brauchen, irgendwann mal. Die kommen hierher, um hier hoffentlich nur frische Luft zu sammeln. Also das heißt auch die Bedrohung, dass es jetzt solche Außerirdischen sind wie bei Alien. Ne? Wobei das auch interessant ist. Habt ihr den Film Alien? Ne? Also Sigourney Weaver ist keine Außerirdische. Das meine ich jetzt nicht, sondern die anderen. Also, oder bei Independence Day. Ah. Darf ich gar nicht dran denken. Das sind ja so Lebewesen mit Tentakeln. Ich meine, wir haben schon Probleme, einen Lötkolben mit unseren vier Fingern und Daumen zu halten. Wie willst du Hochspannungstechnik löten mit Tentakeln? Also das ist doch irre. Und gerade bei Independence, da ist auch so ein Fall. Wen erinnert sich noch an den Film? Ja, da kommen die ja da ran. Ach, der kam erst jetzt. Ach so. Ja, den habe ich nicht gesehen. Ich musste mich noch von dem Schock erholen, dass Juventus nicht gewonnen. Na gut. Ich hätte es gut gefunden. Ich meine, Barcelona war klar besser. Ist okay, aber ich bin schon so lange Juve-Fan. Gab es noch einen Torwart früher, der hat Dino Zoff, das war einer der besten Torhüter aller Zeiten, der hatte keine Handschuhe an. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Heute haben sie ja solche Griffel da. Ja, da klebt der Ball ja dran. Ja. Aber der hat wirklich noch ohne, was soll ich Ihnen sagen, genau, Independence Day. Da kommen ja diese riesen Viecher an, also diese riesigen Raumschiffe kommen hier an und machen alles kaputt und so weiter. Aber das Irreste an dem Film, finde ich, ist, dass es Jeff Goldblum gelingt, einen Virus in den Computer der Außerirdischen hinein zu lancieren. Also Außerirdische, die nicht weiter sind als Microsoft und Apple, die können uns eigentlich gestohlen bleiben. Ne? Also, aber wir wissen ja jetzt inzwischen, die sind sowieso doof und der Regisseur von dem Film war vielleicht auch, wer weiß. Also, so viel zu dem Thema Außerirdische, was ich aber interessant finde und deswegen erzähle ich es ja eigentlich auch. Wir haben immerhin inzwischen schon fast 2000 Planetensysteme um andere Sterne entdeckt. Und zwar mit dem Phänomen, von dem heute in dem Vortrag die Rede sein wird, nämlich mit Licht. Wir können die ja nicht direkt beobachten, wir können die nicht fotografieren, diese Objekte, aber man kann aus dem Licht der Sterne ableiten, dass sie Begleiter haben. Und man kann inzwischen sogar sehen, bei vielen dieser Sterne, dass diese Begleiter diese Sterne tatsächlich umkreisen aus der Veränderung der Lichtkurve dieser Sterne. Wenn die nämlich ein bisschen
dunkler werden, wenn sie ein bisschen weniger hell sind, um präzise zu sein, dann kann man ausrechnen, was für Planeten es gibt und so weiter, in welchem Abstand die um den Stern herumgehen. Und das ist schon einigermaßen interessant, dass man heutzutage aus dem Licht dieser Sterne sogar etwas beobachten kann, das ist der letzte Satz des Prologs, um sie wirklich in den Zustand zu bringen, wie ich sie nachher brauche. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine hauchdünne Schicht von 100 Kilometern auf eine Entfernung von 10, 20 oder 100 Lichtjahren und Sie können genau sagen, was in dieser hauchdünnen Schicht drin ist. Das ist das, was die Astronomen momentan tun, wenn sie die Atmosphären von extrasolaren Planeten untersuchen. Und es gibt tatsächlich einige, da gibt es mindestens Wasser drauf, bei anderen hat man auch schon andere Moleküle entdeckt, allerdings einen Planeten wie unseren, einen so paradiesischen wie unseren, haben wir noch nicht entdeckt. Und das wird natürlich nachher auch ein Thema in dem Vortrag sein. Vielleicht sollten wir als wesentliches Resultat all unserer Versuche herauszufinden, was es mit der Natur und dem Universum auf sich hat, vor allen Dingen daran denken, dass unser Planet ein Paradies ist und dass er auch einer bleiben soll. Bis gleich. Guten Abend und herzlich willkommen im großen Hörsaal Physik. Wir haben den gerne so voll. Das ist ein super Bild, die 799 Plätze hier besetzt zu haben. Und das liegt natürlich nicht nur am Thema, das liegt auch am Vortragen. Nach dem Prolog muss ich ja fast nichts mehr vorstellen. Trotzdem, diese Vortragsreihe Physik, die Wissenschaft, die Schreibweise ist bewusst gewählt. Die findet jetzt zum dritten Mal in der Form statt und wir wollen natürlich damit Verschiedenes erreichen und die wichtigsten Punkte stehen hier. Wir wollen vermitteln wirklich, wie faszinierend eine Wissenschaft wie Physik ist. Wir wollen Schüler, Lehrer und die Öffentlichkeit ansprechen und wir wollen selbstverständlich auch Werbung für Naturwissenschaft und Technik machen. Das ist das Ziel dieser Vortragsreihe. Das Licht der Welt, wir brauchen das Bild gar nicht zu zeigen, Herr Lesch steht da drüben, die Ähnlichkeit ist frappierend. Das Licht der Welt von Sternen, Menschen und der Photovoltaik. Und natürlich zum Licht der Welt fällt einem vieles ein. Ich habe ganz vorne angefangen, Mose 1 und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Das werden wir heute weiter erfahren, dass das tatsächlich so ist. Und kein Licht. Wir wollen jetzt mal einfach einen kleinen Versuch machen. So ein Beamer, so ein Projektor, der kann ja eigentlich nur Licht erzeugen. Er kann nichts wegnehmen. Lassen Sie es ruhig hell, Herr Schneider. Ja. Also wenn Sie jetzt mal anschauen, sozusagen hier, die Wand ist schwarz, nein, sie ist weiß. Oder grau. Und jetzt ist sie weiß und dann ist sie offensichtlich in der Mitte schwarz. Wie geht das? Also wie kann die in der Mitte schwarz sein? Der Beamer kann ja nichts wegnehmen. Die ist in der Mitte nicht schwarz. Wir denken nur, die ist schwarz. Ja, das ist unser Auge-Gehirnsystem. Ja? Wenn wir außen mal einen schwarzen Balken hinmachen, schauen Sie mal hier hin, dann sehen Sie, die ist überhaupt nicht schwarz. Ja? Die ist genauso weiß wie nebendran. Die ist einfach weiß oder grau. Also unser Auge, unser Gehirn, unsere Nerven werden vollkommen getäuscht. Und das kann man auch sehen, jetzt noch besser. Ja? Also hier, das ist nicht schwarz. Der Beamer kann es nicht schwarz machen. Trotzdem, wenn ich nochmal zurückgehe, hat man eindeutig das Gefühl, dass das pechschwarz ist. Also Licht ist schon was Besonderes und das die Art und Weise, wie wir Licht sehen. So, wir können auch anderes Licht sehen. Herr Schneider, tun wir mal hier umschalten auf. Es gibt Licht in anderen Spektralbereichen, das wird hinterher natürlich auch wichtig werden im Vortrag. Und also wir verwenden, da gibt es ganz viel Besonderes. Der Herr Schneider macht es mal noch dunkler. Wir brauchen gar kein Licht im Hörsaal, um mit Licht sie zu sehen. Ja?
Wir tun einfach das Licht, das Sie aussenden, benutzen. Und ich kann jetzt mal mit einer hellen Lampe leuchte, ein bisschen hier anleuchten. Das wird nicht heller. Also das ist völlig egal. Das, was wir hier sehen, ist völlig anders. Das ist nicht das Licht, das reflektiert wird von außen, das ist das Licht, das Sie selber aussenden. Und wir verwenden das natürlich in Vorlesungen. Wir verwenden das in Vorlesungen, um zu sehen, ob die Leute noch mitarbeiten. Sie können das an der Körpertemperatur dann ganz leicht sehen. Nur zu dem Zweck haben wir in der Tat diese Wärmebildkamera. Nein, mit dieser Wärmebildkamera kann man wahnsinnig gut physikalische Phänomene zeigen, die man früher gar nicht zeigen konnte. Also diese Kamera arbeitet im Bereich zwischen etwa 8 Mikrometer und 15 Mikrometer und ist wunderbar geeignet, um sie anzuschauen. So, jetzt hier. Ganz kurz, Herr Lesch hat in Gießen und in Bonn studiert, hat sein Diplom in Physik in Bonn, Solar Wind Interaction with the Interstellar Medium, die Promotion war auch in Bonn und am MPI für Radioastronomie, nichtlineare Plasmaprozesse in aktiven galaktischen Kernen. Habilitation über Galactic Dynamics and Magnetic Fields und seit 1995 ist er Professor für theoretische Astrophysik an der Ludwigs-Maximilian-Universität in München. Jetzt war ich zu schnell. Die Bücher werden eine lange Liste. Ich habe nur die für mich, ich habe einfach wahllos ein paar herausgezogen. Kosmologie für Fußgänger, Big Bang, der zweite Akt. Ich dachte, es hätte nur einen gegeben, aber das erfahren wir nachher auch, oder? Ja, der zweite Akt, Kosmologie für helle Köpfe, da weißt du, wie viele Sternlein stehen. Und der Außerirdische ist auch nur ein Mensch, das haben wir ja schon fast gehört. Ja? Und die Bücher gibt es tatsächlich noch, nicht nur als E-Books, sondern als tatsächliche Bücher. Ich habe eins dabei. Und Fernsehauftritte, die Liste wäre auch lang. Auch hier nur willkürliche Auswahl, Alpha Centauri, Themen aus der Astrophysik, ZDF Wissenschaftsmagazin, Terra X und ZDF Neo, Leschs Kosmos oder, der Name hat sich geändert, aber... Nee, das heißt, ist schon so. Gut. Wunderbar. Mein Name nicht geändert. Wichtige Preise, auch nur ein Auszug, Otto-Hahn-Medaille, Communicator-Preis, die Medaille Benemerenti, die Astronomina Norimbergensi in Gold, die Nürnberger Astronomische Gesellschaft... Das ist eine ganz wichtige, glaube ich, denn dort, die hat begründet der Regiomontanus. Und Regiomontanus war sozusagen der Entscheidende auf dem Weg zum Weltbild, das wir jetzt haben, 1450 etwa, dann Hochschullehrer des Jahres 2012 und der Bayerische Fernsehpreis als Moderator der Sendung Abenteuerforschung, Drillen oder Chillen. Und natürlich... ist das Ganze eingebettet in das internationale Jahr des Lichtes und dort habe ich sozusagen einfach einen klitzekleinen Beitrag gefunden. Naja, ich habe mich schon fast gewundert, dass es nicht schon längst mal ein Jahr des Lichts gegeben hat, denn das Licht ist eine so wichtige Eigenschaft der Welt, ohne das Licht würde es uns nicht geben und ohne das Licht würde es überhaupt nichts auf diesem Planeten geben, was irgendwie mit Leben zu bezeichnen wäre. Also insofern ist es eine ganz existenzielle Eigenschaft der Welt. Aber wir haben ja eben als Lebewesen mit besonderen Eigenschaften aus dem Licht inzwischen auch schon was gemacht. Wir wissen nicht nur, dass es für uns wichtig ist, sondern dass wir damit auch was tun können, nämlich heilen können und viele andere Technologien, die daraus entstanden sind, nutzen können. Und insofern ist es eigentlich eine ideale Kombination aus Grundlagenforschung und angewandter Forschung. Und das in so einem Jahr umzusetzen, das ist einfach eine gute Idee. So, und jetzt brauchen wir keine Videos anschauen. Es folgt jetzt der Live-Beitrag von Herrn Lesch und ich freue mich mit Ihnen darauf. Ja, vielen Dank für die vielen guten Worte. Das Licht der Welt. Wie bin ich denn auf den Gedanken gekommen, darüber einen Vortrag zu halten? Das ist ja aberwitzig viel. Von Sternen, Menschen und der Photovoltaik, Sie ahnen schon, was auf Sie zukommen wird vielleicht. Zunächst einmal, es tut mir leid, es gibt keine Folien. Kein PowerPoint. Sie müssen alles selber machen.
Sie müssen alles selber machen. Es hat sich nämlich herausgestellt, und zwar ernsthaft jetzt, mal ganz ernsthaft. In vielen neurologischen Studien, bei denen man die mentale Aktivität des Auditoriums genauestens vermessen hat, dass das Auftreten auch nur einer einzigen PowerPoint-Folie zur völligen Implosion des kognitiven Apparats wird. Also sobald da so eine Folie erscheint und dann schwimmt da irgendwas rein oder es macht so ratatatatatat, ratat, ratatatatat und sofort macht unser Gehirn klong. Ja. Es ist wie die Aufnahme von bewusstseinserweiternden Drogen, so ist PowerPoint. Nur die Erweiterung ist so schlagartig, dass die meisten sich in dem Zustand der völligen Ahnungslosigkeit dann so... Also, bei dem Vortrag müssen Sie, wenn Sie wollen, müssen Sie dauernd mitmachen, Sie müssen dauernd mitdenken. Das heißt, Sie haben ein ständiges Kopfkino, das abläuft. Und ich werde Sie ziemlich beanspruchen, weil es werden ziemlich viele Bilder auftauchen, die nur in Ihrem Kopf auftauchen. Ich hoffe, dass Sie richtig auftauchen. Und wie ich komme dahin, das sind die falschen Bilder. Ja, da komme ich ja nicht dahinter. Tut mir leid. Das ist eben der große Unterschied, das große Missverständnis. Wir leben in keiner Wissensgesellschaft. Wir leben nur in einer Informationsgesellschaft, in der so viele Informationen da sind. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Wissen passiert in Ihnen. Es kommen Informationen an und diese Informationen gerinnen in Ihnen zu Wissen, weil Sie das in irgendeinem Kontext abspeichern, zusammenbringen, zusammenführen. Und so zum Beispiel können wir hier mal ganz kurz gucken. Das hier ist der... Okay, ne, das ist der Falsche. Nee, wo ist der Rote? Da ist der Rote. Wir fangen mal mit etwas ganz Banalem an. Das hier. Gucken Sie mal. Das ist Licht. Sehen Sie es? Bleibt doch hier, Mensch. Das ist das mit der Lichtgeschwindigkeit, das geht immer so schnell. Das ist... Sie wissen ja, was das ist. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Lichtverstärkung durch stimulierte Emission. Durch Knopfdruck zwinge ich Billiarden von Elektronen dazu, im gleichen Moment das Gleiche zu tun. Das ist perfekter Kommunismus, deswegen ist das Licht auch rot. Genau. Ja. Haben Sie es? Ja. Und natürlich in Zeiten... Moment, in Zeiten, wirst du natürlich noch, und das hier sind unsere ökologischen Freunde, sehen Sie es? Ja, ja. Das gibt es in allen Varianten. Natürlich hat Licht was mit Farbe zu tun, es färbt unser gesamtes Dasein und es ist ja im Grunde genommen eine Binsenweisheit, dass niemand hier auf diesem Planeten wäre, dass überhaupt nichts auf diesem Planeten wäre, was irgendwie mit einer Reflexionsfähigkeit, also darüber nachzudenken, überhaupt mal darauf was aufzunehmen, was um es herum vorgeht, wenn es kein Licht gäbe. Und die Aufgabe dieses Vortrags soll sein, Ihnen zu erklären, anhand von vier verschiedenen Beispielen, wie das Licht in die Welt gekommen ist. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, das ist schon Hightech. Mehr Hightech findet in dem ganzen Vortrag auch nicht statt. Das Thema Nummer 1 wird natürlich dann sein, der Anfang von allem. Der Beginn des Kosmos. Und wo ist denn da das Licht gewesen? Es ist ja zum Beispiel völlig falsch, da immer wieder mit Bildern zu kommen, dass am Anfang da ein riesengroßes Licht gewesen ist. Der Anfang des Universums war dunkel und zwar völlig unsichtbar. Der Beginn des Kosmos, das werden wir gleich sehen, wie wir das machen können, der Beginn des Kosmos war unglaublich hell. Nee, er war nicht unglaublich hell, er war unglaublich energiereich. Und da gibt es so gut wie keine Photonen in dem Bereich, den wir als sichtbares Licht identifizieren. Da gibt es nur Gammaquanten, Röntgenstrahlung, irgendwas völlig Unsichtbares. Aber der Anfang von allem war total dunkel. Also am Anfang war das Licht, diejenigen, die das aufgeschrieben haben, die haben sich eben nur auf diesen Bereich bezogen, der direkt mit uns verbunden ist. Und machen Sie sich klar, ein erheblicher Teil dieses Vortrags heute wird mit Dingen zu tun haben, die Sie sich nicht vorstellen können. Überhaupt nicht. Hat mit Ihrer Welt überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Und trotzdem werden Sie hoffentlich den Eindruck bekommen, die wissen, was sie tun, wenn sie Physik unterrichten. Wir gehen sehr, sehr weit weg von all dem, was mit unserer normalen Welt zu tun hat. Der Anfang von allem ist der Urknall. Und
der ist der ultimative Lichtproduzent. Das nächste wirkliche interessante Thema ist, wie kommt das Licht aus den Sternen raus? Und da gibt es natürlich einen Stern, der besonders hervorgeht, einen G-Stern. G steht für guter Stern. Das haben die Astronomen offenbar schon geahnt. Die haben so eine komische Reihung. Es gibt O, B, A, O und B sind Riesensterne. Die haben schon mal eine Oberflächentemperatur von 40.000 Grad. Stellen Sie sich mal vor, unser Stern hätte eine Temperatur von 40.000 Grad. 40.000 Grad. Der wäre blau. Der wäre vor allen Dingen ziemlich ultraviolett. Und selbst mit einer ordentlichen Ozonschicht würden Sie hier nicht sitzen. Was passiert, wenn zu viel Ultraviolettstrahlung auf deine Haut knallt? Na komm. Ungesund. Ist ungesund. Das ist eine sehr politisch korrekte Äußerung. Na komm, was passiert, wenn du zu lange in der Sonne bist? Dann werde ich braun. Dann wirst du braun. Wenn du noch länger in der Sonne bist? Werde ich noch brauner. Noch brauner. Ich sehe schon, hier kommen wir nicht weiter. Und du wirst auch braun. Ich habe Sonnenbrand. Sonnenbrand, das hier. Ihr könnt ja mal, kannst du, du hast noch nie Sonnenbrand gehabt? Nicht, dass du wüsstest. Okay, also Sonnenbrand ist der Klassiker. Ja? Und man stelle sich mal vor, wir hätten nicht so einen schönen gelb-grünen Stern wie unseren, sondern einen blauen. Dann würden Sie hier nicht sitzen. Und ich würde auch nicht reden. Gut, müssen wir sich keine Gedanken drüber machen. Wie kommt das Licht aus den Sternen raus? Der dritte Punkt ist die Photosynthese. Das Licht dieses Sternes in etwas zu verwandeln, was Sie jetzt einatmen. Merken Sie es. Stellen Sie sich mal für einen winzigen Moment vor, die Welt wäre so, wie Sie sie sich vielleicht vorstellen. Nämlich ganz anders, als Ihnen die Physiker das erzählen. Ich werde Ihnen gleich ziemlich viel darüber erzählen, wie das mit den Naturgesetzen ist, dass die Naturgesetze offenbar überall im Universum die gleichen sind und dass sie auch überall konstant sind. Jetzt stellen Sie sich mal vor, die wären so wie Sie. Die Sauerstoffmoleküle. Mal schlecht gelaunt und mal gut gelaunt. Um diese Uhrzeit, Sie atmen heftig ein, es ist jetzt 20 nach 7 und die Sauerstoffmoleküle würden in Ihnen sagen, nee, also heute Abend mache ich nichts mehr, gar nichts mehr. Das ist Feierabend. Nix. Außerdem war ich da schon drin? Nee, nix. Sie würden ersticken. Sie würden ersticken. Und morgen früh um 7, Sie atmen richtig durch und diese Sauerstoffmoleküle, viel zu viele davon, verbinden sich mit Ihnen und Sie verbrennen. Die Tatsache, dass Sie hier sitzen und diesem Vortrag zuhören können, bedeutet, dass gewisse Naturgesetzlichkeiten sich abspielen, ohne dass es abhängig davon ist, wie es Ihnen geht. Die ganze Zeit. Auf der elementarsten Ebene des Aufbaus der Materie passieren Dinge andauernd und ohne, dass Sie irgendwas dagegen tun können. Das führt leider Gottes auch dazu, dass wir alt werden dabei. Okay, Photosynthese und natürlich im vierten Fall die Solarenergie. Machen wir es ganz einfach. Das sind die großen Felder, die uns existenziell betreffen. Erster Fall. Anfang des Universums. Was ist Licht? Licht ist eine elektromagnetische Eigenschaft. Sie gehört zu den elektromagnetischen Wellen, da gibt es die einen und es gibt die anderen. Die einen sagen so, die anderen sagen so und die dritten sagen so. Also es gibt diese Erscheinung, die offenbar seit Beginn des 20. Jahrhunderts bekannt, dass elektromagnetische Wellen was mit Frequenzen zu tun haben, hohe Frequenzen, bedeutet hohe Energien, niedrige Frequenzen bedeutet niedrige Energien. Hohe Frequenzen bedeutet, hohe Frequenzen bedeutet, ne? Wo will er denn hin? Wellenlänge bedeutet kleine Wellenlänge, niedrige Frequenzen bedeutet große Wellenlängen. Und dazwischen, in der Mitte quasi, zwischen den Radiowellen, die können Meter lang sein, und der Gammastrahlung, das können irgendwelche ganz, ganz, ganz winzigen Längenskalen sein, im Bereich der Größe von Atomkernen und so weiter, ganz da hinten, genau da in der Mitte, gibt es einen winzig kleinen Spalt. Das ist das sichtbare Licht. Dafür haben wir Detektoren entwickelt, und beziehungsweise da hat die Evolution Detektoren entwickelt, weil es sich ja außerordentlich vorteilhaft entwickelt, erwiesen hat, zu wissen, wo man ist.
Und zwar sehr, sehr früh in der Evolution sind Augen in verschiedenen Varianten entwickelt worden, Sensoren sind entwickelt worden für das Licht der Welt. Wie ist es denn nun entstanden, das Licht der Welt? Das Blöde ist, dass wir es wieder nur rauskriegen, indem wir uns das Licht des Universums angucken. Und zwar mit einer Methode, die ist etwas schwierig, weil sie uns so gut wie niemals wirklich vor Augen geführt wird. Wir gehen davon aus, dass die Naturgesetze, die wir auf der Welt kennen und von der Welt erfahren, überall im Universum gültig sind. Überall. Das heißt, die Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, sollen auch für Außerirdische gültig sein. Wir hatten ja in der Vorrede schon von Außerirdischen gehört. Und nur so als kleines Denkbeispiel, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Planeten, der ist komplett von Wasser bedeckt und dort leben Lebewesen. Werden die Raumfahrttechnik entwickeln? Für Raumfahrttechnologie brauchen Sie Hochspannungstechnologie. Hochspannungsexperimente unter Wasser macht man nur einmal und dann nie wieder. Na, das ist so ein Ansatz dafür. Wenn also die Naturgesetze überall gültig sind, dafür ist übrigens Giordano Bruno im Jahre 1600 auf dem Campo di Fiori verbrannt worden, weil er behauptet hat, das, was wir über die Welt erfahren werden, das wird so sein, dass unser Platz ein wunderbarer Platz ist, aber er ist nichts Besonderes. Er ist einer von vielen Plätzen, auf denen Leben entstehen kann, und das war für die Geisteshaltung damals völlig undenkbar. Machen wir einen weiteren Test. Naturgesetze sind immer gültig. So, was haben wir hier? Wasser mit Kohlensäure. Sollte ein Sprecher mit einem empfindlichen Mikrofon dieses Wasser in sich aufnehmen? Ja? Was passiert denn dann? Wenn man mal so... Ja, man hört es nicht nur blubbern, es könnte noch zu ganz anderen Äußerungen führen. Also, kleiner Hinweis, es ist immer eisvogelspritzig, ist wunderbar für nach dem Vortrag. Während des Vortrags wäre ein stiller Eisvogel hilfreich. Ich esse schon Kreide. Okay. Die Naturgesetze sind überall gültig. Und die erste Erkenntnis, die man herausgefunden hat im beginnenden 20. Jahrhundert, war, es gibt noch andere Objekte als die Milchstraße. Das Licht der Sterne und das Licht der Galaxien. Und was jetzt passiert, ist eben das Schlimme, was dann dabei rausgekommen ist. Man kann hier unten im Labor, man könnte jetzt hier, nehmen wir an, wir hätten hier so einen Tisch und auf diesem Tisch wäre ein Gasrohr und in dem Gasrohr wäre natürlich Gas drin. Man kann das Gas zum Leuchten bringen, man kann das Licht dieses leuchtenden Gases genau auseinandernehmen mit einem Spektrographen und wird dann feststellen, es gibt klar definierte Emissionslinien. Diese Emissionslinien sind bei einer bestimmten Frequenz und damit bei einer bestimmten Wellenlänge und das Gas bewegt sich hier so hin und her, es hat irgendeine Temperatur, das heißt, diese Linien sind nicht scharf wie so ein Rasiermesser, sondern sie sind ein bisschen auseinander, also sie sind so kleine Nüppelchen, es gibt eine thermische Verbreiterung, also je nachdem, wie heiß das Gas ist, auf jeden Fall weiß man ganz genau, wo die Linien sind, die zu dem Gas gehören. Es können Sauerstoff sein, es kann aber auch Wasserstoff sein, es kann auch Stickstoff sein, es muss nicht Sauerstoff sein, es kann auch Stickstoff sein, aber meistens ist es Wasserstoff, denn Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum, also die Wasserstofflinien sind sehr genau bekannt, man weiß einfach, bei welcher Frequenz Wasserstoff im Allgemeinen strahlt, das weiß man einfach. Das wusste auch Edwin Hubble in den 20er Jahren, als nämlich herausgefunden hat, dass zum Beispiel die Sterne in der Milchstraße, wunderbar, Aquavitale. Oh, ich hätte es einfach stehen lassen eine Weile. Denn nach einer Weile ist ja das Kohlendioxid, hätte sich ja dann... Aber dann sind Sie vielleicht verdurstet. Ich hätte mir ein Bier geholt oben. Das ist das gleiche Problem. Ja. Stimmt. Das kriege ich nur nicht so mit. Beim Bier merke ich es nicht so. Beim Wasser bin ich immer sehr empfindlich, was Kohlensäure betrifft. Beim Bierchen nicht. Cheers. Also, man wusste in den 20er Jahren, kannte man diese Eigenschaft von Gasen schon
Und einer der berühmtesten Astronomen, ein ehemaliger Rechtsanwalt und Preisboxer, der dann irgendwie zur Astronomie runtergekommen ist, der machte in den 20er Jahren die Beobachtung, dass das Licht von den Sternen der Milchstraße zum Beispiel tatsächlich so ist, wie das Licht hier bei uns in diesem Gasrohr. Das heißt, man hat die Linien da entdeckt, wo sie sind, wo sie zu sein haben. Bei den Objekten, die allerdings sehr, sehr weit von der Milchstraße entfernt waren, da fand er sie nicht da, wo sie eigentlich sein sollten, sondern er fand sie da, bei den größeren Wellenlängen, also bei den geringeren Frequenzen. Und wenn da blaues Licht ist, dann ist da rotes Licht. Also da ist blaues Licht, ne? Hohe Frequenz, niedrige Wellenlänge, da ist rotes Licht, hohe Frequenz, niedrige Wellenlänge, da ist die Frequenz niedriger und da ist die Wellenlänge größer. Und deswegen spricht man von einer Rotverschiebung. Hubble stellte fest, dass je weiter die Objekte von uns entfernt sind, umso weiter sind diese Spektrallinien im Roten ins Rote verschoben. Und da gibt es ein unglaubliches Missverständnis. Diese Rotverschiebung, die wird gerne als Doppler-Effekt interpretiert. Doppler-Effekt bedeutet, eine Quelle von Wellen, das können Schallwellen sein, aber auch elektromagnetische Wellen, die sich von uns wegbewegt, also bei den Schallwellen kennen wir es alle, eine Quelle, die sich von uns wegbewegt, da wird der Ton tiefer, eine Quelle, die sich auf uns zubewegt, wird der Ton höher. Und genau das Gleiche passiert bei den elektromagnetischen Wellen auch. Eine Quelle, die sich von uns wegbewegt, da wird sie ins Rote verschoben, bei einer Quelle, die sich auf uns zubewegt, wird die Strahlung ins Blaue verschoben. Das gibt es auch. Die Andromeda-Galaxie, unsere direkte Nachbarin, 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt, die bewegt sich auf uns zu mit einer Geschwindigkeit von 400 Kilometer pro Sekunde. In ein paar Milliarden Jahren werden die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie miteinander verschmolzen sein. Aber die meisten Galaxien, vor allen Dingen die weit von uns entfernt sind, die scheinen sich immer schneller und schneller von uns zu entfernen, je weiter und weiter sie von uns entfernt sind. Das ist aber keine Dopplerverschiebung, sondern das ist die Ausbreitung des Universums. So die Interpretation. Hubble hatte keine Ahnung davon, was er da eigentlich beobachtet hat. Kein Schimmer. Ein belgischer Priester und Astrophysiker, Georges Lemaître, war der Erste, der mitgeteilt hat, wie diese Informationen von Hubble zu interpretieren sind. Nämlich als die Ausbreitung des Universums. Das Universum breitet sich aus. Und das bedeutet, wenn das Universum sich ausbreitet, dann wird es ja morgen größer sein, ne? Ja. Ja. Und gestern? Wie war es da? So wie es jetzt. Aber wenn es sich ausbreitet, wie war es denn dann gestern? Wenn es morgen größer ist, es war kleiner. Eben, das reicht schon. Das ist moderne Kosmologie. Ja, mehr brauchen Sie nicht. Es ist einfach nur noch gedankliche Arbeit. Das bedeutet, die Entdeckung der Rotverschiebung führt in der Interpretation, dass das Universum sich ausbreitet, zu der wahnwitzigen Idee, es muss früher kleiner gewesen sein. Was nichts anderes ist als gesunder Menschenverstand. Aber das bedeutet, das Universum hat möglicherweise einen Anfang gehabt. Ich weiß nicht, was ich hinschreiben soll. Na gut, machen wir es mal. Es gab einen Anfang. Und da ist die Idee tatsächlich, wenn wir hier in den 20er Jahren sind, also bei der Zeitleiste, die wir jetzt hier haben, brauchen wir uns gar keine großen Gedanken zu machen. Wir machen jetzt alle gedanklich das Gleiche. Wir denken einfach zurück. Das Universum war gestern kleiner, war vorgestern noch kleiner, war vorvorgestern noch kleiner, wird immer kleiner und kleiner. Was ist denn das Kleinste aller Kleinste, über das hinaus nichts mehr gedacht werden kann? Das ist nicht das Größte aller Größte, über das hinaus nichts mehr gedacht werden kann. Das gab es. Das war der Gottesbeweis von Anselm von Canterbury. Das Größte, über das hinaus nichts mehr gedacht werden kann, so Anselm, das ist Gott. Aber wir wollen hier gar nicht, was bedeutet das Kleinste, über das hinaus nichts mehr gedacht werden kann. Also es gibt eine wunderbare Geschichte von Ephraim Kishon, das nannte er jüdisches Pokern. Sie denken sich eine Zahl, ich denke mir eine Zahl. Dann sagen Sie Ihre Zahl. Wenn meine größer ist, habe ich gewonnen. Ja? Ja. Ist ja klar. So könnten wir jetzt auch hier vorgehen. Also, was ist das Kleinste, Allerkleinste, über das hinaus nichts mehr? Jetzt kommt nicht mit der Null. Keine Null, das kann man nicht gebrauchen. Null in der Physik tauchen nicht auf. Null gibt es nur in der Mathematik, dort nennt man sie Singularitäten, wenn sie unabbruchlich stehen. Ja? Mit Nullen haben wir es in der Physik nicht so. Da bleibt immer irgendwas übrig. Das wird noch ganz wesentlich in dem Vortrag, dass immer noch irgendwas übrig bleibt. Also, es ist immer irgendwas, was du nicht wegkriegst. Da kannst du machen, was du willst. Egal mit welchem Putzlappen du in der Physik auch arbeitest, bleibt immer irgendwas.
Das nennt man Haar. Es bleibt immer übrig. Steht nicht für Harald, sondern es ist das kleinste Bild. Kannst du niemals, keine Chance. Dann wirst du immer. Ich sage das nur schon mal so, weil das brauche ich nachher noch. Was ist das Kleinste aller Kleinste, über das hinaus nichts mehr gedacht werden kann? Die Griechen haben ja in letzter Zeit so schlechte Presse, deswegen mal hier mal was Gutes für die Griechen. Aristoteles war der Erste, der sich mit diesem Problem auseinandergesetzt hat, nämlich für ihn, gut, er war im öffentlichen Dienst, deswegen war für ihn der natürliche Zustand der Materie der Ruhe. Und ich kann mir das leisten, ich bin bayerischer Beamter. Das heißt, das, was am Himmel sich bewegt, war für Aristoteles klarerweise bewegt. Es wurde bewegt. Es gibt einen Beweger, der die Dinge am Himmel bewegt. Dann aber Aristoteles, nächster Gedanke war, dann könnte es aber auch einen Beweger des Bewegers der Dinge am Himmel geben. Dann könnte es aber auch noch einen Beweger des Bewegers der Dinge am Himmel geben und so weiter und so weiter. Der Erfinder der Logik, also Aristoteles war der Erfinder der formalen Logik, kommt kaum, dass er die Logik erfunden hat, sofort mit einem Riesenproblem raus, nämlich dem sogenannten infiniten Regress. Den kannst du nicht mehr, da kannst du nichts machen. Was war der Erste, was ist der unbewegte Erstbeweger? So hieß es bei Aristoteles. Und er hat dann gesagt, es hätte eben einen unbewegten Erstbeweger gegeben, aber war für ihn der Fall erledigt. Griechische Lösung sozusagen. Aber wir landen genau bei dem gleichen Problem. Wie kommen wir aus diesem Problem raus? Tja, müssen wir leider wieder ein bisschen in die Philosophie, tut mir leid. In der Physik gilt folgender Grundsatz: empirische Hypothesen müssen an der Erfahrung scheitern können. Ganz wichtig. Physik ist eine empirische Wissenschaft und das heißt, sie müssen überprüfbar sein. An der Erfahrung bedeutet am Experiment oder an der Beobachtung. Wobei es einen schönen Unterschied gibt zwischen Experiment und Beobachtung. Eine Beobachtung ist Glückssache, ein Experiment ist Kontrolle. Das Scheitern ist ganz wichtig. Es muss möglich sein, eine Prognose zu machen. Und mit Hilfe dieser Prognose kann man dann das gewinnen, was man zumindest vorübergehend sicheres Wissen nennt. Zumindest, aber das ist natürlich ein Widerspruch in sich. Das ist so wie Ethikkommission der FIFA. Ja, in der Schweiz ist das zum Unwort des Jahres gewählt worden. Das wären zwei Begriffe, die wären so widersprüchlich, könnte man nicht in einem Wort zusammenbringen. Also, empirische Hypothesen müssen an der Erfahrung scheitern können. Wie kommt jemand auf den Gedanken, dass das Universum dann einen Anfang hat? Er kommt aus der Rotverschiebung. Wenn die Rotverschiebung kein Doppler-Effekt ist, sondern das Universum wirklich einen Anfang gehabt haben sollte, dann muss es früher anders ausgesehen haben. Es war nicht nur kleiner, es war auch heißer. Wenn es aber heißer wird, wir haben das Bild vorhin gesehen, dann müsste sich auch die Strahlung verändern. Vielleicht gibt es sogar Reststrahlung. Und so hat dieses Gebilde hier, nämlich die Theorie vom Anfang, dazu geführt, dass es tatsächlich eine Reststrahlung gibt. Und diese Reststrahlung nennt man Hintergrundstrahlung. Und das war das erste Mal, dass man davon sprechen kann, dass in diesem Universum Licht, also sichtbares Licht, aufgetaucht ist, als das Universum eine bestimmte Temperatur von rund 50.000 Grad unterschritten hat. Also 50.000 Kelvin unterschritten hat. Damals gab es zum ersten Mal Licht, das ein Auge, was es damals nicht gab, hätte sehen können. Aber wir wollen ja erstmal gucken, wie dieser Anfang überhaupt ausgesehen hat. Wie kommen wir denn an den Anfang ran? An den Anfang vom Universum. Wie klein ist das Kleinste aller Kleinste, über das hinaus nichts mehr gedacht werden kann? Wie machen wir das? Nun, wir machen es genauso, wie es hier steht. Wir nehmen die Theorien, die extrem gut überprüft sind. Eine davon ist die Quantenmechanik. Die Quantenmechanik ist die Theorie, die zu diesen kommunistischen Elektronen hier führt. Lichtverstärkung durch stimulierte Emission ist ein Ausdruck dafür, dass wir verstanden haben, was sich im Kleinsten aller Kleinsten abspielt. Und das, obwohl es so klein ist, dass wir es uns überhaupt nicht vorstellen können. Wenn Sie sich auch nur ein einziges Gramm Ihres, was Sie nicht machen sollten, auf keinen Fall, also bitte keine Experimente, alle Experimente, die vom Theoretiker empfohlen werden, niemals machen, niemals, nie. Können Sie vergessen. Also wenn Sie ein Gramm Ihres Zeigefingers wegschneiden, sage ich ja,
dann sind da 1 Million Trillionen Teilchen drin. Und auf dieser Ebene bewegen sich die Prozesse, die dazu führen, dass man einen Laser erzeugt. Ein so intensives Licht wie ein Laser. Das heißt, wir dringen tief in die Materie ein, um solche technischen Geräte hier zu verursachen. Das heißt, hier wird auf Knopfdruck, stellen Sie sich mal vor, Sie, oh, um Gottes Willen, nichts. Na, das geht noch, komm, das kriege ich noch hin. Geht wieder. Das ist immer dasselbe. Du sollst keine Theoretiker in den Physikhäuser lassen mit Experimenten. Stellen Sie sich mal, was hier passiert. Billiarden und Aberbilliarden von Elektronen machen im gleichen Moment das Gleiche. Das ist zumindest die Vorhersage. Das heißt, dass man ein so intensives Licht erzeugt, dass man damit sich sogar, wenn Sie schon mal beim Augenarzt waren und haben eine Laserbehandlung hinter sich gebracht, dann haben Sie sich ja schon auf diese Technologie verlassen. Wenn Sie hier auf Ihre Schmierfone arbeiten, Sie wissen schon, ich habe neulich im italienischen Restaurant, weil alle saßen da, also es war sogar in Italien, also ein Restaurant in Italien. Es war nicht nur ein italienisches Restaurant, es war ein Restaurant in Italien. Also ich glaube, es war ein italienisches Restaurant in Italien, wo lauter Italiener saßen. Das heißt, ich kenne die Leute nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht waren es auch keine Italiener, auf jeden Fall saßen. Ich war so schockiert. Ich habe gedacht, das ist jetzt ein Hörsaal für Quantenmechanik. So, weil alle saßen da und waren dabei. So, ne? Und diese Geräte, diese Schmierdinger da, die sind ja, das ist ja Quantenmechanik. Das ist in Technik gegossene Quantenmechanik, das ist digitale Elektronik. Und in meiner Verzweiflung, weil ich kein Ding habe, da so ein Bumm, habe ich ein Stück Brot genommen, ein Stück Weißbrot. Und weil ich wollte einfach nicht so da sitzen und einfach nur Leute angucken. Ich habe gedacht, gut, da musst du auch irgendwas machen. Aber glauben Sie, das Brot hätte zu mir gesprochen oder irgendwie immer nix. Gab auch kein WhatsApp und nix. Es twitterte auch nix oder so. Bin Brot oder so. Nichts. Also, was ich damit sagen will, ist, alles um uns herum ist, alle diese digitale Elektronik, Gott, der sieht aber nicht so aus, aber ist immer noch einer, das ist tatsächlich in Technik gegossene Quantenmechanik, die Theorie vom Aufbau der Materie, die Theorie darüber, wie Materie mit Licht wechselwirkt, mit elektromagnetischer Strahlung und vom Aufbau der Materie. Sie wären gar nicht da, wenn diese Theorie nicht stimmen würde. Stellen Sie sich mal vor. Sie wissen natürlich, dass gleichnamige Ladungen sich abstoßen, Sie wissen auch, dass ungleichnamige Ladungen sich anziehen. Wieso fallen denn dann, wenn die Elektronen negativ geladen sind, sie bitte nicht in den positiv geladenen Atomkern rein? Ja, da ist dann Schluss. Die fallen da nicht rein, weil sie es nicht dürfen. Und das wissen die Elektronen. Die Quantenmechanik ist eine Theorie voller Verbotsregeln. Den Elektronen ist es verboten. Ich weiß gar nicht, was die vorher gemacht haben, die Elektronen. Die Quantenmechanik ist ja noch nicht so alt, ist in den 20er Jahren eigentlich entwickelt worden. Schrödinger, Heisenberg, Sommerfeld, Pauli, wie sie alle heißen, die ganz großen Physiker. Also die haben ja praktisch das, was wir heute in den ersten Semestern so unterrichten, da haben die früher einen Nobelpreis für gekriegt. Muss man sich mal überlegen. Hätte man auch machen können, ne? Wenn man damals dabei gewesen wäre und gesagt, Mensch, das wird ja irgendwann mal für Lehrbuchstoff. Quatsch, das war natürlich was ganz Neues. Die Quantenmechanik ist eine Reihung von Verbotsregeln. Und diese Verbotsregeln führen nun zu dem interessanten Ergebnis, dass wir tatsächlich Aussagen darüber machen können, wie der Anfang des Universums gewesen ist. Wir können nämlich mit Werner Heisenbergs Unbestimmtheitsrelation tatsächlich sagen, dass wir keinen Punkt auf der Welt genauer messen können als. Kleiner geht nicht. Wir können auch einen Impuls nicht genauer messen als. Kleiner geht nicht. Wir kriegen also eine Maximalgröße für das Universum raus. Kleiner geht nicht. Warum ist das so? Nun, man stelle sich mal vor, Sie hätten jetzt alle Geräte, mit denen Sie ganz genau beobachten können, dass diese Flasche Apfelschorle hier steht. Und Sie würden noch die allerkleinste Bewegung dieser Flasche beobachten können, durch irgendwelche Bewegungssensoren oder irgendwas. Und jetzt stellen wir uns mal vor, man würde uns jetzt sagen, dass hier unten, da an dieser Stelle, eine Ameise an dieser Flasche schiebt. Und zwar mit allem, was sie hat. Der Ameisenschweiß fließt in Strömen, die schiebt und schiebt und schiebt und schiebt. Wir wissen natürlich intuitiv alle, dass da nichts passieren wird. Wir werden das nicht beobachten. Nehmen wir noch eine Ameise, komm. Sind zwar Tierversuche, sind ja nicht erlaubt, aber machen wir, komm, zwei Ameisen. Das heißt, wir werden erst ab einer bestimmten Mindestwirkung werden wir überhaupt erst sehen, dass die Flasche sich bewegt. Was sich also unterhalb dieser Mindestwirkung abspielt, können wir überhaupt nicht wissen.
Das ist der Punkt. Wir können es nicht wissen, grundsätzlich nicht. Und das ist der Grund, weshalb es uns gelingt, tatsächlich den Beginn des Universums mit Hilfe von einer solchen Regel, wie Heisenberg sie für den Aufbau der Materie aufgestellt hat, als Fundamentaleigenschaft für das gesamte Universum hinzuschreiben und zu sagen, okay, wenn wir das haben, reicht es noch nicht. Wir nehmen die Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation, also Quantenmechanik und noch was anderes, 100 Jahre allgemeine Relativitätstheorie. Denn wir brauchen in unserem Universum ja schließlich Masse. Und die allgemeine Relativitätstheorie hat sogar eine vielleicht etwas leichter zu verstehende Erkenntnisgrenze, den sogenannten Schwarzschildradius, den man nicht unterschreiten kann. Das heißt, wenn man ihn unterschreitet, kriegt keiner mehr was von einem mit. Ein Körper einer Masse M, sobald er diese Schwarzschildradius unterschreitet, wird nicht mehr in der Lage sein, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Die Außenwelt wird immer noch merken, dass er da ist, Kraft seiner Gravitation, aber innen drin ist keine Möglichkeit mehr, noch irgendwas nach außen zu bringen. Wenn man diese beiden Theorien, die alle, und die allgemeine Relativitätstheorie ist extrem gut überprüft, auch eine Theorie mit einem Prognosepotenzial, empirische Hypothesen müssen an der Erfahrung scheitern können, und diese Theorie nimmt, dann stellt man fest, unser Universum hat eine Anfangsgröße, eine Anfangszeit, eine Anfangstemperatur und daraus lässt sich der Anfang des Universums tatsächlich ausrechnen. Das heißt, wir können mit diesem Satz, die Naturgesetze sind überall gültig, tatsächlich sofort den Punkt bestimmen. Na komm, das war's jetzt. Ah, das ist schon Feierabend. Okay. Nein. Runter, das reicht. Und wir kriegen raus, was ist die Anfangslänge des Universums, sind 10 hoch minus 35 Meter. Was fällt an dieser Größe auf? Sie erfüllt die Bedingung, sie ist nicht null. Wenn wir das durch die Lichtgeschwindigkeit teilen, kriegen wir auch die Anfangszeit raus, 5 mal 10 hoch minus 44 Sekunden. Das ist der Beginn des Universums. Und von diesem Beginn aus startet das Universum mit allen Eigenschaften und es hat eine Temperatur zum Anfang gehabt von 10 hoch 32 Grad. Und das ist eine Temperatur, die ist viel zu heiß für Licht, das sichtbar ist. Das heißt, es musste ungefähr eine Stunde vergehen. Das Licht der Welt kam erst eine Stunde nach dem Beginn des Universums in die Welt. Nur es gab noch kein Auge, das es hätte sehen können. Und es hat sehr, sehr viel länger gedauert, bis dann in einem zweiten Teil ein ganz anderer Prozess zum Tragen kam, der das Licht der Welt in einer Form erzeugt hat, wie wir es wieder brauchen. Wir starten also wieder damit, dass der Anfang von allem ist keine religiöse Angelegenheit mehr. Wir haben eine kausale Grenze für das Universum gefunden, aus der Bedingung, dass die Art und Weise, wie wir Physik betreiben, nicht die falscheste ist. Jedes Mal, wenn in diesem Universum irgendwie zum Beispiel jemand sich mit einem Laser Augen behandeln lässt, wo bist du denn, mein Laser? Das ist mein Liebling. Ich könnte ja mal den grünen nehmen. Komm. Vorne oder hinten? Da. Jedes Mal, wenn in diesem Universum also ein solcher Lichtstrahl zum Beispiel auf ein Auge gerichtet wird und damit versucht wird zu heilen, dann ist das eine Bestätigung der Quantenmechanik. Jedes Mal, wenn in diesem Universum ein elektrischer Strom ein Magnetfeld induziert, ist es eine Bestätigung der Forderung, dass die Lichtgeschwindigkeit eine Konstante ist. Und Einstein könnte mal wieder eine Kerbe in den Griff seines Messers schnitzen. Das heißt, alles, was um uns herum passiert an Technologie, ist eine Bestätigung all dieser Theorien, die mal angefangen haben, Prognosen darüber zu machen, wie die Natur funktioniert. Jedes Mal wieder, wenn wir also in irgendeiner Art und Weise Technologie vor uns haben und wenn es nur die Technologie ist, die dazu geführt hat, dass wir solche Kunststoffe erzeugen, dann leben wir von diesem Prinzip, dass die Naturgesetze, die wir kennen, offenbar überall gültig sind. Überall. Auch in Ihnen. Jetzt. Jetzt muss ich hier sitzen und denken, wovon redet der Mann eigentlich? Spielen sich in Ihnen quantenmechanische Prozesse ab? Sind Sie sicher? Wer glaubt, dass alles, was in unserem Gehirn sich abspielt, sowieso nur Einbildung ist?
Sehr interessant. Nur einer traut sich. Die Matrix, wo ist die Matrix-Fraktion? Ja. Es ist nämlich tatsächlich ein hochinteressanter Punkt. Wie können wir Naturwissenschaftler eigentlich mit solcher Werf darüber reden, was wir da tun? Wir können es nur tun, weil wir glauben, dass außerhalb unseres Bewusstseins eine Welt existiert, die von unserem Bewusstsein unabhängig ist. Das ist ganz wichtig. Also wenn ich hier schon Philosophie ein bisschen in diesen Physikvortrag mit reinbringe, dann sollte ich das natürlich nicht unterschätzen und unterschlagen. Wir gehen davon aus, dass die Natur real ist und keine Einbildung. Das heißt, Sie bilden sich jetzt nicht ein, dass ich mir einbilde, dass Sie da sitzen. Es gibt radikale Konstruktivisten, die der Meinung sind, alles, was sie im Kopf haben, sei eine radikale Konstruktion und sogar die Physik sei eine radikale Konstruktion. Mit solchen Leuten gehe ich gerne nach St. Peter-Ording, die Nordsee. Wir gehen dann bei gemeinsam konstruierter Ebbe los. Ich gehe nach 2 Stunden wieder zurück und lasse die Herrschaften mit ihrer konstruierten Flut alleine. Also es gibt gute Gründe, so vorzugehen, wie wir das in den empirischen Wissenschaften tun, unter der Bedingung, dass außerhalb unseres Bewusstseins eine vom Bewusstsein unabhängige Realität existiert, die wir empirisch untersuchen können. Empirie bedeutet Erfahrungswissenschaft. Wir machen Erfahrungen mit der Welt und diese Erfahrungen setzen wir sogar um in Technologie. Also man muss sich das mal klar machen, wie weit wir inzwischen gegangen sind in der Forderung, dass die Naturgesetze überall im Universum gültig sind. Nicht nur wir Astronomen, sondern Sie tun es ständig auch. Oder haben Sie irgendeine Ahnung, wie Ihr Handy funktioniert? Haben Sie irgendeinen Schimmer? Das sind elektromagnetische Wellen. In der Form der normalen Anschauung, wenn Sie mit jemandem in Amerika telefonieren wollen, dann müssen Sie sich an die portugiesische Küste stellen, mit so einem Holzstab, dann in das Wasser rein, irgendwie so ein Morse-Alphabet in der Hoffnung, dass der in New York dann auch mit seinem Stab da steht und dann diese Wellen entsprechend dekodieren kann. Oder haben Sie irgendeine Ahnung, was da passiert? In der digitalen Elektronik, was sind denn das für Impulse? Werden da tatsächlich Informationen übertragen, wenn Sie mit jemandem reden? Ja, natürlich, klar. Aber wir sind weit weg von unserer normalen Form der Anschauung gekommen. Sehr, sehr weit weg. Nicht nur, wenn es darum geht, den Anfang des Universums. Ich wundere mich immer. Die Leute sind immer total, mein Gott, was Sie da machen, das ist doch also. Können Sie denn überhaupt noch zum Bäcker gehen, Herr Professor Lesch? Die glauben, wir Astrophysiker, wir schweben so 10 Zentimeter über dem Boden. Immer so, ja, irgendwo. Keine Ahnung. Das ist nur die Anwendung von Prinzipien, die wir in ganz anderen Bereichen schon längst bestätigt finden. Wir haben die Entstehung von Licht, vom Licht der Welt, ist deswegen für uns so gut zu beantworten, weil wir genau wissen, ab welcher Temperatur wir tatsächlich das Licht bekommen, das wir hier aufnehmen können. Und sobald das Universum immer kälter und kälter wird, dadurch, dass es immer weiter und weiter expandiert, wird es irgendwann dunkel. Sehr schnell geht das. So unterhalb von 1000 Grad wird es immer röter und röter und es wird immer infraröter und infraröter und infraröter und ferninfraröter und irgendwann ist es dann im Radiobereich. Meter- und Kilometerwellen. Und das ist nämlich der wirkliche Moment, wo das erste Mal das Licht in die Welt gekommen ist, als das Universum so dünn gewesen ist, beziehungsweise so groß gewesen ist, dass die ersten Sterne entstanden sind. Ich hätte hier hinschreiben sollen, das wäre didaktisch vernünftiger gewesen, Sterne. Das war jetzt didaktisch unklug. Was wollen Sie wissen, wie Sterne entstehen oder wie die Sonne entstanden ist? Alles, ja. Also zunächst mal, als das Universum begann, wie gesagt, war es sehr heiß und es war sehr dicht und es war sehr homogen, was überhaupt Sie jetzt, also an der Stelle muss ich das mal sagen. Ich weiß nicht, ob Sie sich wundern, abends für Abend, dass Sie da rausgucken können und sehen Sterne am Himmel. Das bedeutet ja, dass zwischen Ihrem Auge und den Sternen nichts ist, was das Licht verschluckt hätte. Gar nichts. Sonst würden Sie die Sterne nicht sehen. Das Universum muss also heute über alle Maße leer sein. Wie kommt es überhaupt dazu, dass in einem Universum, das expandiert, auf einmal irgendwelche Dinge entstehen wie Sterne? Das heißt, neben der Quantenmechanik, das haben wir ja schon gesehen, muss es noch eine andere Wechselwirkung geben. Und das ist die Gravitation. Die Quantenmechanik beschreibt den Aufbau der Materie und die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt die Schwerkraft.
Und die Schwerkraft ist die einzige Kraft, die immer anziehend ist. Im Grunde genommen. Wir sind ja unter uns. Kann ich ja mal ganz offen drüber reden. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Schwerkraft. Es gibt Leute, die probieren das aus, die springen aus dem 70. Stock von einem Hochhaus und wundern sich dann, dass sie nicht weiter in den Erdkern eindringen können. Weil es offenbar noch eine Kraft gibt, die sie beim weiteren Eindringen hindert. Schwerkraft scheint eine relativ schwache Kraft zu sein. Sonst müsste man doch eigentlich weiter in Richtung Erdkern fallen. Das ist auch kein Experiment, was man nachmachen sollte. Die scheint eine schwache Kraft zu sein, extrem schwach. 10 hoch 36 mal schwächer als die elektromagnetische Kraft, die mit dafür sorgt, dass die Dinge zusammenhängen bleiben. Also die Gravitation ist eine extrem wichtige, wenn nicht die wichtigste Kraft im Universum überhaupt. Aber wie kann das sein, wenn alles auseinanderstrebt, wie kann sich dann Materie unter ihrem eigenen Gewicht zusammenballen und damit Leuchtinseln bauen wie Sterne? Wie kann das sein? An dieser Stelle könnte man tatsächlich theologisch argumentieren, was wir nicht tun müssen. Denn als Naturwissenschaftler sind wir auch an dieser Stelle natürlich Naturalisten. Wir gehen davon aus, dass unsere Erkenntnis über die Welt ohne überirdische, außerirdische oder sonstige Erkenntnisquellen gelingt. Ja? Wir brauchen keine Wunder und wir brauchen nur unseren Erkenntnisapparat und die Forderungen, empirische Hypothesen müssen an der Erfahrung scheitern können. Wenn wir das annehmen, gibt es nur eine wirklich gute Antwort darauf, wie Sterne entstanden sind, nämlich dadurch, dass das Universum nicht zu schnell expandierte. Es ist also nicht schlagartig dunkel geworden und es ist auch nicht wieder in sich zusammengefallen. Das Universum muss, damit es auch nur zu einem einzigen Stern gekommen ist, in der richtigen Art und Weise expandieren. Nicht zu langsam, dann wäre es wieder in sich zusammengefallen und nicht zu schnell. Dann wäre die Materie so weit auseinandergerissen, dass sie sich niemals gespürt hätte. Und Gravitation ist ja ein wunderbares Beispiel für die moderne Finanzwirtschaft. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Es gibt diesen wunderbaren Satz, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Meine Großmutter hätte gesagt, wo Tauben sind, fliegen Tauben hin. Das ist dieser Zins- und Zinseszinseffekt. Und genau das macht die Gravitation auch. Wenn an einer Stelle im Universum die Dichte auch nur ein bisschen höher ist als an einer anderen Stelle, dann ist dort die Wirkung der Gravitation auch stärker. Was dazu führt, dass Material nachrutscht. Weiters, das führt dazu, dass die Dichte noch größer wird, was dazu führt, dass die Gravitation noch stärker wird, was dazu führt, dass die Gravitation noch, und Sie sehen schon, das nennt man eine Instabilität. Das heißt, nur die richtige Kombination des Anfangs hat dazu geführt, dass auch nur ein einziger Stern entstanden ist. Auch nur ein einziger. Aber, wenn wir schon bei theologischen Themen sind, die Sonne ist ein verhältnismäßig junger Stern. Der Anfang des Universums und das erste Licht sind 13,82 Milliarden Jahre her. Und zwar auf den Tag genau. Ja, war kurz vor acht. Stimmt. Ja, eigentlich sollte Feierabend gemacht werden, war Montagsproduktion. Die Sonne ist 4,6 Milliarden Jahre alt. Merken Sie was? Eins im Sinn und so weiter. Der Wahnsinn. 9 Milliarden Jahre sind in diesem Universum vergangen, da gab es unsere Sonne nicht. Woher wissen wir das? Das wissen wir, weil es Meteoriten gibt. Und diese Meteoriten gelten als die Bausteine des Sonnensystems. Warum können wir aus den Meteoriten was ablesen? Na, hierher, komm. Die sind nicht nur überall gültig, sondern immer überall gültig. Das heißt, wir können mit Hilfe der Analysen von Gestein etwas darüber aussagen, was vor einer gewissen Zeit getan hat. Die Meteoriten sagen uns,
dass unsere Sonne 4,6 Milliarden Jahre alt ist, beziehungsweise unsere Erde, um das an dieser Stelle mal zu bringen, weil die können wir gleich gebrauchen, hat ein Alter von 4,567, das lässt sich gut merken. Ist auch für eine Klausur, für eine Bologna-Klausur, ganz schön. Ja. Also, was ist ein Stern? Ein Stern wie die Sonne hat typischerweise 300.000 Erdmassen, also 300.000 Mal so schwer wie ein Planet. Und in diesem Stern passiert wiederum etwas, wofür wir die Quantenmechanik brauchen. Schon wieder. Wir haben sie da gebraucht, um das Kleinste aller Kleinste zu formulieren. Wir brauchen sie, wenn wir das Licht der Welt, gucken Sie mal hier, was auf dem Labortisch, ist immer noch die Gasröhre. Sehen Sie das Gas? Schönes Licht, ne? Gibt es nichts. Ganze vor. Wir haben sie gebraucht, um festzustellen, woraus das Universum besteht. Wir haben sie festgestellt, um herauszufinden, wie das Universum begonnen hat, und wir brauchen sie in den Sternen wieder. Offenbar muss die Quantenmechanik eine ganz fundamentale Theorie sein, um uns etwas auszusagen darüber, was denn in dieser Natur passiert. Und da kann ich an dieser Stelle nochmal was anderes hinschreiben, was ganz wichtig ist. Die Natur ist ein Ganzes. Das heißt, wenn wir hier anfangen, über das Universum zu sprechen, über ganz hohe Energien, dann macht man im Grunde genommen Elementarteilchenphysik. Weil das Universum ist mit 10 hoch minus 35 Meter 20 Größenordnungen kleiner als ein Proton. Und ein Proton ist, wenn also ein Wasserstoffatom so groß ist wie irgendein beliebiges Bundesligastadion, je nachdem, welchen Anhänger oder Anhängerin Sie gerade sind, ist ein Atomkern so groß wie ein Reiskorn im Mittelpunkt des Anstoßkreises. Dazwischen ist, hat mich meine Mutter gefragt, ja, was ist denn zwischen dem Proton und dem Elektron? Luft? Nee, sage ich, da ist nichts dazwischen. Ein Proton ist eine außerordentlich kleine Einheit. Ein Atomkern ist eine außerordentlich kleine Einheit. Übrigens, ab Helium stellen sich auch schon wieder Fragen über Fragen, fällt mir an der Stelle ein. In Helium sind zwei Protonen im Kern und zwei Neutronen. Zwei Protonen. Zwei positiv geladene Teilchen in einem Atomkern, der müsste eigentlich auseinanderfliegen, dieser Kern. Geladene Teilchen, also mit Ladung, gleichnamige Ladung, was machen die? Die stoßen sich ab. Und zwar umso stärker, je näher sie beieinander sind. Wie kann es überhaupt stabile Atomkerne geben? Da muss ja noch eine Kraft auftauchen. Das heißt, wenn man über den Beginn des Kosmos spricht, spricht man von einer Geschichte, die ebenfalls von extrem großer Bedeutung für unsere Ideenlandschaft ist, dass das Allergrößte mit dem Allerkleinsten zusammenfällt. Wenn wir hier also über Physik sprechen oder Astrophysik, dann ist das eine der ganz großen Erkenntnisse, dass die Natur sich nicht trennen lässt. Es gibt keine Harry Potter-Inseln der Naturgesetze. Keine Chance. Es gibt keine halben Gleise und es gibt keine Karten, auf denen was unsichtbar ist und dann wieder auftaucht. Tut mir leid. Nette Geschichte, aber durch nichts belegt. Übrigens, falls Ihnen die Frau Rowland gut gefallen hat, die Geschichten von ihr, die ist auch als Krimi-Autorin ganz gut. Sie veröffentlicht unter dem Pseudonym Robert Galbraith und das, ich habe zumindest den ersten dieser Krimis, der ist wirklich gut und kommt ohne Harry Potter-Inseln aus. Also, die Natur ist ein Ganzes und wir können die Prinzipien, die wir am Anfang des Universums verwendet haben, um zu verstehen, wie überhaupt das Licht in die Welt gekommen ist, auch auf unseren Stern anwenden. Wenn der also unter seinem eigenen Gewicht zusammenfällt, so ein Stern, dann passiert natürlich in seinem Innern auch etwas, dass nämlich die Gravitation, die ihn zusammenhält, die würde dazu führen, dass die Materie beliebig zusammengedrückt wird. Und dem steht nun gegenüber ein Phänomen, das nennt man den Tunneleffekt. Und es ist wieder Quantenmechanik. Und der führt dazu, dass die Kerne miteinander fusionieren. Der erlaubt Atomkernen miteinander zu verschmelzen. Und dabei wird Energie freigesetzt. Und die Energie, die wir hier auf diesem Planeten genießen, hat damit zu tun, dass im Innern unseres Sterns bei Temperaturen zwischen 15 und 16 Millionen Grad Atomkerne miteinander fusionieren und dabei elektromagnetische Strahlung entsteht, die 26,5-facher Millionär ist.
Und wenn diese Strahlung oben an der Sonnenoberfläche ankommt, hat sie noch 50 Cent. Die Energie, mit der dieses Licht startet, sind 26,5 Megaelektronenvolt. Und wenn dieses Licht oben an dem Sonnenrand rauskommt, hat es noch 0,5 Elektronenvolt. Das ist also verlustreich. Das ist Verlust, voller Verlust. Das entsteht, so entsteht das Licht der Welt. Das Licht der Welt entsteht in diesem Stern vor ungefähr 30 Millionen Jahren. Die Zeitskala dafür sind ungefähr 30 Millionen Jahre. 30 Millionen Jahre ist das Licht im Stern unterwegs, um bis an die Oberfläche zu kommen. Und hier im Innern entsteht aus Wasserstoff Helium. Das heißt, in einem Stern wie unserer Sonne wird in jeder Sekunde werden aber Hunderttausende von Tonnen Wasserstoff zu Helium fusioniert. Dabei verliert der Stern übrigens Gewicht, nämlich das Gewicht, was in dem Licht des Sterns drin ist. Es startet mit 26,5 Millionen und landet oben mit 50 Cent. Und dieses Licht ist es, von dem wir leben. Und dieses Licht gibt es seit 4,567 Milliarden Jahren. Nun, besteht hier irgendjemand aus Helium? Wasserstoff? Ja, Wasserstoff ist schon da, ne? Wasserstoff habt ihr schon drin, ja. Aber wir bestehen auch aus Sauerstoff und vor allen Dingen aus Kohlenstoff, Stickstoff, Fluor, Jod, Calcium, Phosphor, Eisen, Zink, Selen. Woher kommen diese ganzen Stoffe? Wenn in dem Stern nur Wasserstoff zu Helium erbrütet würde, haben wir hier ein Periodensystem irgendwo? Periodensystem der Elemente kennt ihr, ne? Wer hatte Kartendienst? Er war ja früher so, ne? Hat mir ja noch so eine Karte runterfallen lassen. Das Periodensystem der Elemente ist ja wie die Briefmarkensammlung der DDR, da kommt ja nichts mehr dazu. Das ist ja erledigt, das Thema. Und zwar deshalb, weil zwischen ganze Zahlen nichts mehr passt. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Also wir kennen alle stabilen Elemente im Universum, alle. Also die 92 stabilen Elemente sind uns bekannt und die findet man in praktisch jedem Stern. Nicht mit gleicher Häufigkeit, aber zum Beispiel in unserer Sonne findet man sie. Alle Elemente, die schwerer sind als Helium, werden in Sternen erbrütet. Lebewesen bestehen zu 92% aus Sternenstaub. 92%. Der Rest ist im Anfang des Universums entstanden, nämlich nach 3 Minuten. Hier. Das können wir hier einfach noch unterbringen. Überlegen Sie mal. Das Universum hat angefangen mit 5 mal 10 hoch minus 44 Sekunden und nach 3 Minuten war endlich mal ein bisschen Wasserstoff und Helium da. Es war allerdings zu dieser Zeit immer noch so heiß, dass noch kein Auge möglich gewesen wäre und auch kein Licht zu sehen war. Es war nämlich reine Gammastrahlung. Also woher kommt der Sternenstaub, aus dem wir bestehen? Der kommt von Sternen, die viel größer sind als die Sonne. Die Sonne hat eine Sonnenmasse. Das ist ja einfach, ne? Also eine Sonnenmasse. Eine Sonnenmasse ist ein Stern wie unsere Sonne. Ein Stern, der 10 Sonnenmassen hat, der übt einen sehr viel stärkeren Druck auf sein Zentrum aus. Das heißt, die Verschmelzungsreaktionen sind viel schneller. Und so gibt es Sterne mit bis zu 50 Sonnenmassen. Es gibt sogar noch größere, aber die sind so selten, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Das sind diejenigen Sterne, die dazu geführt haben, dass es uns gibt. Diese Sterne produzieren das gesamte Periodensystem der Elemente. Und diese Sterne sind Supernova-Explosionen am Ende ihres Lebens. Und das, was hier sitzt, lebt aus dem Material eines Sterns, der 25 Mal so schwer war wie die Sonne. Und ungefähr 1,5 Millionen Jahre, bevor die Sonne das Licht der Welt erblickte, explodiert es. In einem Sternhaufen von ungefähr 6.000 bis 10.000 Sternen. Mittendrin ist unsere Sonne entstanden. Unser Lichtgeber hat eine sehr, sehr heiße Geschichte. Also das heißt, aus den Meteoriten hier, na komm, hier, diese Meteoriten erzählen uns die Geburt der Sonne.
Das ist die wirkliche Lichtgeschichte, die für uns von allergrößter Bedeutung ist. Ohne diesen Stern würden wir nicht hier sitzen. Ohne diesen Stern nicht, ich meine nicht den Stern, den wir Sonne nennen, sondern den Stern, der davor explodiert ist. Ungefähr 90% aller schweren Elemente im Sonnensystem stammen von diesem einen Stern. Wir haben uns also schon mal irgendwo gesehen. Das ist irre. Das ist noch gar nicht so lange bekannt, dass das so gewesen sein muss. Da große Sterne so selten sind, muss das wirklich passiert sein in einem Sternhaufen von mehreren tausend Sternen. Und was würde denn passieren, wenn in unserer unmittelbaren Umgebung am Sonnensystem ein Stern vorbeiflöge? Hat da jemand eine Ahnung? Sagen wir mal, in einem Abstand von einem Drittel Lichtjahr würde ein Stern vorbeifliegen. Was passiert dann? Bitte? Eingesaugt. Nicht unbedingt. Die Planetenbahnen verschieben sich, das würde passieren. Sobald hier auch nur das allerkleinste etwas in unserer Nähe passieren würde, was die Massenverteilung im Sonnensystem stört, würden sofort die Planeten aus ihrem Gleichgewicht gerissen. Die Tatsache, dass Sie hier sitzen können, dass ich diesen Vortrag halten kann, dass unser Planet einigermaßen bewohnt, habitable Bedingungen hat, kommt einzig und allein dadurch zustande, dass mit uns nichts passiert ist. Gar nichts. An uns ist nichts vorbeigeflogen, uns ist nichts weggerissen worden, nichts. Überhaupt nichts. Die kleinste Störung im Sonnensystem würde dazu führen, dass die vier innere Planeten, was höre ich? Wie heißen die? Gut, das hat gestimmt. Brauchen wir nicht drüber zu reden, war eine Sache zwischen uns beiden. Merkur, Venus, Erde, Mars. Diese vier Planeten sind die eigentlichen Problemkandidaten im Sonnensystem. Der Jupiter mit 317 Erdmassen ist sehr stabil, kann nichts passieren, da kann auch schon mal was vorbeifliegen, der bleibt auf dieser Bahn. Saturn ist auch noch stabil mit 95 Erdmassen, aber die Kameraden innen drin, diese winzig kleinen Planetchen, Planetinos, möchte man sie fast nennen, wenn man da auch nur so ein bisschen zisselt, zack! Es gibt Computerexperimente, die sind hochinteressant. Man nehme die Erde und den Mond raus und schaue sich an, was mit Venus und Merkur passiert, wenn die Erde nicht da ist. Dann würden die beiden innerhalb von 15.000 Jahren zusammenstoßen oder der Merkur würde in das Innere des Sonnensystems abdriften bis hin dazu, dass er die Sonne fehle. Die Stabilität des Sonnensystems wird dadurch gewährleistet, dass bei uns nichts passiert. Aber am Anfang muss unglaublich viel passiert sein, damit dieser Stern unseren Planeten beleuchtet. Vor 2,2 Milliarden Jahren, vielleicht sogar vor 3 Milliarden Jahren, haben dann Lebewesen auf diesem Planeten angefangen, das Licht des Sternes zu verarbeiten. Lebewesen. Sich selbst erhaltende, dauerhaft erhaltende materielle Strukturen. Lebewesen, Leben, selbsterhaltend, selbstorganisiert, sich fortpflanzend, dauerhaft. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Sie während des ganzen Vortrags noch nicht Ihre Form verändert haben? Sie sind nicht zu Biomatsch zerfallen. Ja, diese Form, die Sie, also diese, dass Sie die Linie behalten sozusagen während Ihres Lebens, hat damit zu tun, dass wir in einer unglaublichen Energiemenge stehen, die von der Maschine, die wir Sonne nennen, auf den Planeten Erde kommt. Eine Unmenge an Energie, eine abergroße Unmenge, eine Übermenge von Licht, die auf unserem Planeten scheint. Und deswegen ist es eigentlich ein Wunder, dass es relativ lange gedauert hat, bis die Photosynthese, nämlich die Veränderung oder die Verarbeitung von Licht in Zucker und Sauerstoff, erfunden worden ist. Das heißt, das Einzige, was man braucht, ist Licht. Kohlenwasserstoffverbindung und Wasser. Und Wasser. Das reicht. Den Rest macht die Natur von alleine. Aber für unseren Planeten hat die Photosynthese vor allen Dingen zu etwas geführt, was extrem wichtig war, nämlich zu Sauerstoff. Am Anfang ist im Wesentlichen Sauerstoff verwendet worden, oder ist der frei werdende Sauerstoff verwendet worden für Rost.
Gebänderte Kieseleisenerze sind kilometerdick entstanden und es gab keinen Sauerstoff in der Atmosphäre, keinen freien, nichts. Vor 2,2 Milliarden Jahren gab es noch nicht genügend Sauerstoff in der Atmosphäre für eine Ozonschicht. Seitdem aber gibt es die Ozonschicht. Und was die Ozonschicht macht, das weiß natürlich fast jeder, abgesehen von denen, die keine Sonnenbrände kriegen. Die wissen das natürlich nicht. Alle anderen wissen natürlich, dass die Ozonschicht uns vor der Ultraviolettstrahlung schützt. Und auch dazu geführt hat, dass das Leben aus dem Wasser an Land gegangen ist. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss. Du kommst an Land und da ist ja noch keiner da. Man hat die ganze Zeit im Wasser gelebt, von Licht und Mineralstoffen und von Wasser vor allen Dingen und von Kohlenwasserstoffen. Es war alles wunderbar. Und irgendeiner dieser Vollpfosten von Lebewesen fing an und kroch ans trockene Land. Man braucht sich nur einen Baum anzugucken. Der hat einen Stamm, da gibt es eine Rinde, der hat Blätter. Was muss dieser arme Baum für Entwicklungen? Früher, der war im Wasser, der hatte alles, was er brauchte. Ja, der brauchte sich um nichts zu kümmern. Die Bewässerung war immer da im Wasser, ist ja klar. Man brauchte auch keine besondere Schutzhülle. Kaum war man an Land, musste man selbst dafür sorgen, dass man nicht austrocknet. Es mussten Wurzelzellen entwickelt werden, um irgendwie an die Mineralstoffe ranzukommen, an die man eigentlich die ganze Zeit rangekommen ist. Also das ist ein Riesenaufwand, den das Leben gemacht hat, um an Land zu gehen. Ganz zu schweigen von den komplexen Zellen. Alles das war nur möglich unter dem Schutz der Ozonschicht. Wenn also die Oberfläche bombardiert worden wäre mit Ultraviolettstrahlung, dann wäre das Leben im Wasser geblieben. Denn Ultraviolettstrahlung, das ist wieder Quantenmechanik, zerstört Moleküle. Das ist die Sache mit dem, ne, weißt du Bescheid. Das heißt, der entscheidende Punkt in der Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten war die Entwicklung einer Schutzschicht, die ihn das Leben selber produziert hat. Und zwar aus dem Licht des Sterns heraus, der in 150 Millionen Kilometer Entfernung über einen Prozess, den man Kernfusion nennt, die Menge an Energie erzeugt, die es tatsächlich möglich macht, in einem bestimmten Abstand zu wohnen. Also man kann tatsächlich um jeden Stern herum eine habitable Zone definieren. Nicht zu heiß, zu nah dran und nicht zu weit weg, dann wäre es zu kalt. Das heißt, so ein Stern wie die Sonne hat nur einen bestimmten Lebensbereich, das sehen wir auch. Und selbst ein Planet wie die Venus, die fast noch in der habitablen Zone ist, hat eine Oberflächentemperatur von, am Anfang dachte man ja noch unter dem undurchdringlichen Wolken der Venus, da würden sich Venusianerinnen und Venusianer auf dem Planeten der Liebe, würden die da, aber eine russische Sonde hat Anfang der 60er Jahre diesem Traum den Garaus gemacht. Ich kann Ihnen sagen, wenn russische Technologie bereits nach 3 Minuten kaputt ist, dann können Sie sich vorstellen, was da los ist. 450 Grad Celsius, 95 Atmosphären Druck, das ist die Venus. Also gar nichts mit Planetenliebe, gar nichts. Da ist es so heiß, da passiert überhaupt nichts mehr, da geht alles kaputt. Der Planet hat kein Wasser, kein flüssiges Wasser. Das ist eine ganz wichtige Mischung von, also wir leben zwar nicht von Luft und Liebe alleine, aber wir brauchen mindestens auch noch Licht und Wasser. Die Lebewesen brauchten Licht und Wasser und Kohlenwasserstoffmoleküle. Das ist die Geschichte des Lebens auf den, sagen wir mal, von einem quantenmechanischen Sicht aus. Wir erzeugen Licht im Universum. Dieses Licht im Universum ist ganz am Anfang nur dazu da, um bei sehr hohen Energien die Elemente zu erzeugen, aus denen später Gaswolken werden. Die Gaswolken fallen unter ihrem eigenen Gewicht zusammen, und zwar deswegen, weil das Licht, das in diesem Universum da ist, beziehungsweise die Eigenschaften des Universums so sind, dass die Materie unter ihrem eigenen Gewicht zusammenfallen kann. Würde sich zu schnell ausbreiten, würde es keine Verdichtung geben, würde sich zu langsam ausbreiten, würde die gesamte Materie unter ihrem eigenen Gewicht zusammenfallen. Das Licht der Welt hat dann tatsächlich dazu geführt, dass auf unserem Planeten eine Geschichte losgegangen ist, die ist so ungeheuerlich, dass sie auf jeden Fall viele eigene Vorträge verlangt, nämlich die biologische Evolution. Nicht nur die Einzeller, sondern die Evolution hin zu komplexen Lebewesen. Die Voraussetzung für komplexe Vielzeller
ist unbedingt die Photosynthese. Komplexe Vielzeller gibt es überhaupt nur in einer Umgebung, in der so ein Stoff wie Sauerstoff als Oxidationsmittel, als Energiequelle zur Verfügung steht. Es würde uns überhaupt nicht geben ohne die. Deswegen müssen wir uns überhaupt keine Gedanken machen, dass irgendwann mal so Viecher wie bei Independence Day oder sowas hierher kommen. Die werden mit unserer Atmosphäre wahrscheinlich gar nichts anfangen. Oder irgendwelche Methanatmer. Auf unserem Planeten gibt es momentan nicht viel Methan. Vielleicht wird es noch was, wenn der Klimawandel richtig zuschlägt, ne? Wenn der Permafrost auftaucht, dann gibt es natürlich mehr Methan in der Atmosphäre. Aber momentan haben wir nicht so viel. Also, diese Geschichte hier, das ist allerdings etwas für eine ganz andere Variante. Komplexe Vielzeller gibt es seit ungefähr 650 Millionen Jahren. Wenn man die Erdgeschichte in ein Erdenjahr zusammenfasst, gibt es Leben, das kreucht und fleucht erst ab dem 16. November ungefähr. Vorher war gar nichts los. Vorher gab es nur Einzeller, die meisten davon waren photosynthetisch aktiv, haben den Planeten bearbeitet und haben nichts anderes gemacht, als von Licht zu leben, sonst nichts. Es gibt erst seit ungefähr nur 10% in der Erdgeschichte sind tatsächlich belegt mit komplexen Vielzellern. Uns Lebewesen, die wir uns Menschen nennen, gibt es seit rund 500.000 Jahren. Sind wir großzügig, mit all den Vorläufern, die wir haben, gibt es den Menschen seit, sagen wir mal, 3 Millionen Jahren. Aber der Homo sapiens ist tatsächlich, der Homo sapiens, den gibt es erst seit 500.000 Jahren. Komm, tu mal noch einen drauf, 700.000 Jahre. Ja, die finden ja dauernd was Neues. Ja. Das ist jetzt nochmal eine neue Erscheinung. Das ist jetzt eine neue Lichtgestalt auf dem Planeten. Das erste Lebewesen, das allererste Lebewesen, das die Welt so sehr verändert seit den Einzellern. Wir sind die dominante biologische Sorte zurzeit. Wir verändern den Planeten in einer Geschwindigkeit und in einem Ausmaß. Ja, entweder den einen wird es Angst und Bange, die anderen sagen, Mensch, das ist doch eine geile Geschichte, meine Güte, wir sollten weitermachen. Wir räumen den Planeten aus. Wir sind die erste Spezies auf dem Planeten, die in der Lage ist, zugleich ihre Zukunft zu ruinieren und dabei tief in die Vergangenheit zu greifen. Jedes Mal, wenn wir ein Stück Kohle verbrennen, dann holen wir Vergangenheit empor, die 300 Millionen Jahre alt ist. Vor 300 Millionen Jahren hatten wir 35% Sauerstoff in der Atmosphäre. Also deswegen wuchs auch alles so kräftig, allerdings brannte es auch so heftig. Und diese Mischung von Feuer, Wasser und hohen Temperaturen führte zur Bildung von fossilen Brennstoffen. Wenn Sie ein Stück Kohle verbrennen, kriegen Sie lokal Wärme. Das wissen wir alle. Aber was passiert mit dem Kohlendioxid, das bei dieser Verbrennung entsteht und in die Atmosphäre kommt? Die Menge, die da an Kohlendioxid freigesetzt wird, die braucht nur einen Monat, um so viel Wärme in der Atmosphäre zurückzuhalten, wie frei geworden ist bei der Verbrennung des Stück Kohle. Nur Kohlendioxid bleibt sehr viel länger in der Atmosphäre als einen Monat. Das heißt, die Wirkung von einem Kohlendioxidmolekül ist 100.000 Mal so stark wie die Wärmemenge, die freigesetzt wird, wenn ein Stück Kohle entsprechender Größe verbrannt wird. Das ist das, was wir tun, wenn wir fossile Brennstoffe aus dem Boden holen, dann holen wir 300 Millionen Jahre altes Kohlen, 300 Millionen Jahre alten Kohlenstoff an die Oberfläche und setzen ihn frei. Bei jedem Kubikmeter Gas, bei jedem Liter Öl und so weiter. Das ist das, was wir tatsächlich tun. Und zugleich verändern wir die Welt und ändern damit auch unsere eigene Zukunft, indem wir die Atmosphäre unseres Planeten so sehr verändern, dass wir möglicherweise in absehbarer Zeit mehr als nur einfache Tornados in Mecklenburg-Vorpommern oder in Oberbayern erleben. Da gibt es noch ganz andere Geschichten. Eis
Gletschereis, fahren Sie noch mal hin, in die Alpen, bevor Sie weg sind. Demnächst vielleicht über die Nordostpassage an Russland vorbei. Wenn die alten Legenden davon erzählen werden, dass der Nordpol früher tatsächlich mal Eis hatte. Unlängst gab es die Nachricht, dass die Westantarktis abrutscht und nicht mehr zu stoppen ist. Das wäre höchst unerfreulich. Und wissen Sie was? Das Eis macht es einfach wegen den Naturgesetzen. Das sind keine politischen Entscheidungen von Wassermolekülen. So nach dem Motto, ich will jetzt auch mal was machen, ich will mal was ganz anderes machen. Sondern die Natur als ein Ganzes, in der solche Naturgesetzlichkeiten wirken, die sind tatsächlich überall am Werk, überall. Das heißt, wenn wir eingreifen in die Natur, dann müssen wir uns nicht darüber wundern, dass die Natur, wenn wir eingegriffen haben, sich verändert hat. Wir müssen uns nicht darüber wundern, dass die Dinge sich verändert haben, weil wir haben sie verändert. Und deswegen ist es so wichtig, darauf zurückzukommen, sich zu fragen, was ist denn die ultimative Quelle fast aller Lebensformen auf dem Planeten? Und das ist die Energie der Sonne. Die Solarenergie befördert ja nicht nur eine Photovoltaikanlage, wie Sie sie alle kennen, sondern sie befördert auch letztlich die Windenergie, denn auch die Ausgleichsprozesse in der Atmosphäre sind letztlich Solarenergie. Haben was damit zu tun, dass dieser Planet Erde sich dreht. Man kann die wunderbare Frage stellen, wie lange würde es denn noch gehen? Nehmen wir an, was denn das Maximum an Energie, die wir maximal von der Sonne aufnehmen können? Wir begleiten den gesamten Planeten Erde mit Solarpaneelen. Alles. Wir nehmen an, unser Planet hätte keine Meere, nichts. Wir nehmen die gesamte Kugel und begleiten sie komplett mit Solarpaneelen. Wir haben einen bestimmten Abstand zur Sonne, dann können wir ausrechnen, wie viel Energie wir hier aufnehmen. Wir kennen die Solarkonstante. Und dann können wir uns fragen, wenn wir jedes Jahr 4% mehr Energieverbrauch auf der Erde haben, wie lange dauert es, bis wir dieses Maximum erreicht haben? Und es sind nur wenige hundert Jahre. Stellen Sie sich mal vor. Die Reichweite unserer Zivilisation ist so, dass wir in wenigen hundert Jahren das Maximum erreicht hätten, was wir überhaupt an solarer Energie umsetzen können. Die Photovoltaik, wenn wir also komplett unseren Planeten komplett umkleistern und jedes Jahr 4% mehr Energie verbrauchen, dann sind wir in wenigen hundert Jahren am absoluten Minimum, am Maximum angekommen. Und das gilt auch für Solarthermie und so weiter. Wir werden uns also gar nicht anders machen können. Das ist unsere ultimative Energiequelle. Und man kann sich natürlich auf den Standpunkt stellen, dass diese kosmologischen Fragen, wie das Licht in die Welt kommt, ist ein schöner, ein höchst interessanter Ansatz. Höchst interessante Fragestellung und die können wir beantworten. Wir wissen, wie das Licht der Sterne in die Welt kommt. Das ist ein höchst interessantes Gebiet, ganz wichtig. Wir wissen inzwischen auch, wie unsere Vorgänger, wie unsere Ahnen es gemacht haben, dieses Licht der Welt zu verarbeiten. Mit Photosynthese und mit der gesamten Biosphäre. Und jetzt sind wir an der Reihe, uns zu entscheiden, ob diese Vorgänge, die ich ja nur angerissen habe, eine kleine Geschichte erzählt habe, dass diese Vorgänge, die man zusammenfassen kann mit dem Satz, das Universum hat sich eine unglaubliche Menge an Arbeit gemacht, ob diese Vorgänge mit uns ein vorläufiges Ende haben oder ob das Spiel weitergeht. Der wirkliche Irrsinn besteht ja darin, dass wir als ein besonderes Tier wissen, dass wir ein Tier sind. Deswegen sind wir keins mehr. Der wirkliche Irrsinn besteht darin, dass wir mit unserer 1,4 Kilogramm großen Erkenntniskugel da oben und solchen Annahmen wie empirische Hypothesen müssen an der Erfahrung scheitern können und der Annahme, dass Naturgesetze überall und immer gültig sind, so tief in die Materie eingedrungen sind, dass wir damit nicht nur Geräte schaffen, die es uns möglich machen, mit jemandem in New York zu telefonieren, auch wenn der gar nicht mit uns telefonieren will vielleicht, sondern dass wir damit Geräte geschaffen haben, die es uns möglich machen, sehr schnell zu reisen, möglich gemacht haben, wirklich ziemlich viele gute Dinge zu tun. Also die Menschen sind viel besser als ihr Ruf. Ja? Aber dass wir eben auch Schäden anrichten, die momentan eher damit zu tun haben, dass wir damit unsere Lebensgrundlagen vernichten. Das Licht der Welt ist auch eine Metapher dafür, wie man Erkenntnis gewinnt.
Und wir sind Lebewesen, die sehr, sehr weit von ihren normalen Formen der Anschauung sich entfernt haben. Beim Allergrößten, dem Universum, dem Allerkleinsten, den Elementarteilchen, solchen Prozessen, die man sich gar nicht vorstellen kann, wie der Verschmelzung von Atomkernen, selbst die Photosynthese ist ein höchst komplizierter Vorgang. Was man vielleicht noch gut verstehen kann, ist die Sache mit den Windrädern. Da könnte man sich die Frage stellen, zum Beispiel ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland hätte sich in den 50er Jahren nicht für die Nutzung von Kernenergie entschlossen, sondern hätte gesagt, wisst ihr was, wir haben zwar zunächst mal jetzt Kohlekraftwerke, aber wir werden in Zukunft Windräder bauen. Man stelle sich mal für einen winzigen Moment vor, die Bundesrepublik Deutschland hätte zu Beginn der 60er Jahre angefangen, große Windkraftanlagen zu bauen. Denn, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, bereits vor den Windrädern gab es Wind. Ja, doch. Es gibt die mehr, dass es früher sogar Windmühlen gegeben hätte. Ne? Lauter so Geschichten. Es ist also keine Technologie, für die man jetzt was ganz Neues. Man stelle sich mal vor, wir hätten vor 50 Jahren gesagt, wir wollen unseren Primärenergiebedarf langfristig aus Wind gewinnen. Wir hätten die Netze, wir hätten die Speicher, wir hätten eine Windkrafttechnologie, um die uns die Welt beneiden würde, denn schließlich haben wir es ja auch geschafft, zum Beispiel unsere Autos inzwischen in einem Ausmaß effizient zu machen, wie man sich das früher gar nicht vorstellen konnte. Wir verfügen in Deutschland über die hohe Kunst des Engineering. Das ist das schöne Wort im Englischen, da ist man gendermäßig auf der ganz sicheren Seite. Ja? Das müsste ich Ingenieurinnen und Ingenieure sagen, das kriege ich ja überhaupt nicht hin. Die hohe Kunst nämlich, die Kausalitäten, die wir aus der Wissenschaft verstanden haben, in Technologie umzusetzen. Man stelle sich also mal vor, wir hätten 5 Jahrzehnte Vorsprung in Windkraft. Oder wir hätten 5 Jahrzehnte Vorsprung in einer Technologie, die ebenfalls so einfach ist, dass man sich fragt, wieso die nicht schon lange auf diesem Planeten vertrieben wird. Man nehme eine Lupe und lasse das Sonnenlicht durch die Lupe da reinfallen. Und unten hat man ein Stück Papier und was wird passieren? Ne? Es fängt an zu brennen. Ja, aber das auch, genau. Aber vor allen Dingen haben wir wissen, wie wir Licht bündeln können und wie wir mit dieser Bündelung etwas heiß machen können. Man könnte sich also zum Beispiel überlegen, man hätte so eine Spiegelanlage, in der man das Licht der Sonne bündelt auf ein Rohr, in dem Öl drin ist. Dieses Öl wird auf 600 Grad geheizt, wird an einen Wärmetauscher gegeben. Der Wärmetauscher führt zu Wasserdampf, der Wasserdampf wird über eine Turbine gejagt und das war's. Das ist eine ganz einfache Technologie. Weiß man schon lange. Stattdessen haben wir Atome gespalten, um die frei werdende Energie dazu zu nutzen, um was zu machen? Wasser heiß. In Kernkraftwerken wird nichts anderes gemacht als heißes Wasser. Sag mal, hackt's noch oder was? Was für ein Schwachsinn. Zurück zur Sache. Also das Licht der Welt ist eben nicht nur zu Beginn in die Welt gekommen, ist nicht nur in Sternen in die Welt gekommen und ist auch nicht durch die Photosynthese, sondern wir sind ein neues Licht. Wir wissen so viel über die Welt, wie kaum ein Teil, im Grunde genommen sind wir der Teil der Welt, wir wissen ja nichts von den Außerirdischen, beziehungsweise Sie alle, die beim Prolog dabei waren, wissen, was mit den Außerirdischen los ist. Ne? Also vor allen Dingen, die hierher kommen. Wie das auf deren Planeten ist, wissen wir nicht, aber die hierher kommen, ja. Sind die Außerirdische im Saal eigentlich? Es kann ja sein, dass es falsch ist, dass jede wissenschaftliche Erkenntnis ist ja immer nur eine vorübergehende. Das Tolle aber ist, dass diese vorübergehenden Erkenntnisse immer an dieser Guillotine hier scheitern können müssen. Wir müssen uns in den Wissenschaften, in den empirischen Wissenschaften, nicht auf Interpretationen weniger verlassen. Wir müssen uns nicht an deren Deutungen, ob sie nun historisch, politisch oder sonst was sind. In den empirischen Wissenschaften zählt nur eins, eine Hypothese und das Wechselspiel mit dem Experiment. Wenn das Experiment die Vorhersage, die Hypothese macht, nicht findet, ist die Hypothese tot. Tut mir leid. Das Schöne an den empirischen Wissenschaften ist aber auch, dass die Hypothesen kein persönlicher Besitz sind, sondern da macht man eben was Neues. Die Natur hält genügend Überraschungen für uns bereit. Dieser Vorgang,
einer dauernden Forschung, die nie zu Ende ist, ein Prozess, der praktisch dauernd neue Hypothesen hervorbringt, die an der Erfahrung scheitern können müssen. Das ist die Grundlage der universitären Forschung und der Universität als Bildungseinrichtung, dass immer wieder neue Ideen kommen und in den empirischen Wissenschaften kommen ständig neue Ideen, die dann wieder neu getestet werden können. Das ist die eigentliche Faszination, dass jede beantwortete Frage schon wieder irgendwelche neuen Fragen induziert. Das ist das Licht der Welt und wir sollten alles tun, dass dieses Licht der Welt nicht ausgeht. Dankeschön.